Einen wunderschönen guten Morgen zur World of Trading. Ich mache mein Bild als erstes groß. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu zwei spannenden Tagen rund um das Thema Trading. Es ist die 16. World of Trading. Das heißt, in den letzten 15 Jahren mussten Sie womöglich zur Messe hinfahren. Heute kommt die Messe nach Ihnen zu Hause. Ja, also wir können hier quasi dieses hochkarätige Programm zu Ihnen ins Wohnzimmer liefern. Wir haben dafür drei große Online-Räume. Wir haben natürlich auch viele Aussteller, die man dort kontaktieren kann. Das alles ist virtuell möglich. Das hat im Hintergrund für viele technische Vorbereitungen gesorgt, aber es ist möglich geworden und wir befinden uns hier auf der Hauptbühne und Sie folgen damit dem großen Live-Trading. Das hat Tradition, das gab es immer auf der World of Trading-Bühne und hier veranstalten wir dies quasi mit einigen hochkarätigen Tradern im Schlagabtausch. Das heißt, Sie sehen uns direkt etwas größer als damals auf der Bühne, natürlich hier direkt am Monitor und natürlich auch den Trading-Monitor des jeweiligen Traders. Und da möchte ich kurz vorstellen, wer hier alles mit zugegen ist. Das ist der Carlos Martins und Christoph Kurze von Traders Club 24. Die 2 in 24 steht für zwei Teilnehmer. Zwinker, zwinker. Nein, er braucht keine Verstärkung, Morgen, der Carlos. Morgen. Aber ich sage erstmal guten Morgen zu dir. Hallo, Carlos. Moin, moin aus Hamburg. Moin, moin aus Hamburg. Ja, dein Kollege, Hallo. Der sitzt nicht direkt neben dir, sondern auf der anderen Seite des Büros. Genau, guten Morgen, guten Morgen. Also seid ihr quasi zu dritt, weil einer immer den Kamera schwenken muss. Also top. Damit stellt ihr die Hälfte des Teams im Live-Trading-Room. Den nächsten Teilnehmer muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich mache es dennoch, den Orkan. Er guckt noch ein bisschen ungläubig in die Kamera. Orkan, wir sind live. Ich weiß, du, ich hatte mal den Dirk gerade größer gemacht, nur wollte gucken, ob der für irgendwelche Getränke im Hintergrund Werbung macht, aber ich gucke, was ist da hinten? Der Dirk, du leitest gleich über zum Dirk, der Dirk Hilger hier für den Stereo Trader bekannt, muss ich nochmal räuspern, er war gestern auf der Messeparty so ziemlich der Einzigste, weil die fand überhaupt nicht statt. Redest du schon mit mir? Nee, eigentlich wollte ich nicht mit dir reden, sondern mit dem Sven Kleinhans. Ich wollte dich nur mal ins Bild rücken, weil du halt immer ein top gepflegtes Äußeres hast und ein tolles Hemd. Und jetzt passt auch das Bild. Vorhin warst du ja so ein bisschen Seitenverhältnis. Kuhn-Herz, aber bevor hier die Damenwelt die Herzen höher schlagen lässt, noch einmal kurz zu Sven, was nicht heißen soll, dass die Damen nicht auch Sven hinterher laufen. Aber die Bilder im Hintergrund signalisieren ja, Sven ist leider schon vergeben. In diesem Falle reden wir einfach nur über das Trading, Sven. Kleiner. Ja, guten Morgen, Andreas. Und Grüße aus dem schönen Rheinland. Hätte ich die Bilder vorher mal weggeräumt. Ne? Das dann zur 17. World of Trading. Aber du bist für Sino am Start. So viel darf man noch sagen, oder? So viel darfst du sagen, ja. Und stelle dann gleich mal so ein bisschen auch den MX Pro im Handel vor. Sehr gut. Also verschiedene Börsen, Softwares und verschiedenste Strategien werden hier quasi beim Live-Trading dargeboten. Und so wie ich den Carlos kenne oder den Traders Club, wir sind schon im Markt, genau. Allgemein ist er natürlich schon im Markt, klar. Deswegen schalte ich direkt mal zu ihm rüber und würde ihn auch bitten, den Bildschirm zu teilen, damit wir auf den Markt blicken können. Genau, ich hoffe, das funktioniert. Okay. So, jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir sind aktuell im DAX und traden aktuell diese sogenannte Big Number, die wir sehr gerne traden im Club, die 13.100er. Wir haben hier eine Box, die wir platziert haben und diese Box wird um diese Big Number platziert. Das Besondere hier dran ist, dass wir ja so ein Multiplikationsverfahren entwickelt haben, wo wir praktisch so lange den DAX einfangen, bis es zu einem Ausbruch kommt. Wir haben hier, weil wir mit sehr, sehr geringem Risiko fahren, die Möglichkeit, bis 10-mal diese Situation zu machen. Das heißt, wir wünschen uns natürlich heute für unsere Strategie extreme Vola, ja, dass also die Volatilität am Markt ist. Gestern war es ein bisschen ruhiger. Und wir sind jetzt, wie ihr seht, im zweiten Trade, das heißt, wir sind long mit der dreifachen Menge wie short, mit einem ganz geringen Risiko. Ihr seht hier rechts auf dem Monitor Swiss Box, so nennen wir dieses Tool. Und ja, was habe ich jetzt an Möglichkeiten? Wenn der Markt nach oben ausbrechen sollte, habe ich die Möglichkeit, hier auf angepasst zu drücken und praktisch hier meinen Trade auch weiter durchlaufen zu lassen oder ich gehe auf den Auto Bereich. Und dieses angepasst, dass wir also einen Trade versuchen, wie so ein Champagnerkorken, wenn er sich aufschaukelt, versuchen wir natürlich, wenn
erst jetzt wie jetzt auch sehr ruhig ist um diese Big Number. Wenn Dynamik reinkommt, versuchen wir natürlich mehr mitzunehmen. Also wir sind im zweiten Trade. Der dritte Trade würde dann platziert werden bei der, die ist schon automatisch platziert bei 13.092. Ihr seht jetzt auf dem rechten Bildrand die professionelle Situation, das ist nämlich eine Doppelbox, die tradet Christoph im Live-Trading-Raum bei uns. Und wir sehen jetzt, der Markt kommt jetzt wieder runter und jetzt sind wir short. Das heißt, wir sind long, wir sind short, wir sind long. Die einen sagen, das ist ja eine Casino-Strategie, wie so eine Art Martingale. Das stimmt natürlich auch, weil wir multiplizieren. Was für uns schlecht wäre, ist, wenn der Markt jetzt hier stehen bleiben würde. Aber der Markt, der DAX, wer ihn schon mal getradet hat, weiß, dass der Markt jetzt, sage ich mal, nicht da stehen bleibt. So, jetzt hätte ich die Möglichkeit, auf angepasst zu drücken. Und jetzt den Trade weiter nach unten zu ziehen. Wir gehen das mit einem ganz genauen, jetzt sind wir im Gewinn und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, alles schließen, drücke hier einmal auf das Schloss und wir haben den Trade mit Gewinn abgeschlossen. Wir versuchen 0,10% am Tag rauszuholen, am Vormittag. Das ist nicht viel für den einen oder anderen Glücksjäger da draußen, aber für uns sind 0,1% auf die Woche 0,5%. Und wie gesagt, der erste Trade ist jetzt in den Gewinn gelaufen. Ich kann das hier einmal kurz mit einem Indikator mal zeigen. Ich hoffe, so Order History, das ist die Software MetaTrader und hier sieht man sehr schön in dem Bild, wir waren erst long, dann short und dann wieder long und dann schließt die Software praktisch die Position automatisch. Das war der erste Trade und das Ganze machen wir jetzt nochmal und ich drücke wieder auf Pending Box und sobald der Markt wieder in diese Box reinläuft, wird das Ganze wieder aktiviert. Andreas. Das klingt spannend jetzt. Und du hast ja das Thema Martingale angeschnitten und da habe ich mich natürlich entsprechend auch drauf vorbereitet, also nicht auf Martingale, sondern auf deine Boxen und habe mit großem Interesse dem Podcast gelauscht, den du mit Wieland Aalt, der übrigens in Raum 1 moderiert, der läuft gerade, Stefan Salomon, einfach traden, einfache Chartmuster, also man kann ja jederzeit auch zwischen den Räumen und der Bühne hin und her schalten, wer das möchte, ich möchte natürlich nicht, dass jetzt alle wegrennen, nein, hier bleibt es natürlich am spannendsten, aber der kleine Hinweis, Wieland Aalt und du, ihr habt einen Podcast aufgenommen und da hast du das so ein Stück weit erklärt, wer das also nachvollziehen möchte, der kann sich den anhören, nur die kleine Frage daraus, wie oft multiplizierst du denn im Extremfall und wann gibst du quasi auf? Also wir geben die Empfehlung gerade für Neueinsteiger, dass wir, wenn der Trade fünfmal, also 1, 2, 3, 4, 5 Mal sich aufschaukelt, dann haben wir den Button zu stoppen. Das heißt, wir stoppen den Trade und setzen den Trade dann an einer anderen Stelle fort. Das heißt, wir haben das so programmiert. Du siehst hier bestimmte Bereiche. Wenn ich jetzt mal wechsle und gehe mal in die Vola-Boxen rein, da seht ihr diese grünen Boxen im Chart. Und das sind eigentlich die idealen Punkte, wo der Markt sich sehr, sehr gering aufhält. Oder jetzt hier unten bei 13.000. Und da könnte man einen Trade dann wieder fortsetzen. Wenn wir bei Trade Nummer 5 sind, um euch das mal zu zeigen, wir sind jetzt auch wieder, ich mache mal hier die Boxlinien an, dann siehst du hier oben, ganz links oben im Chart, wie oft und was für ein Risiko du einfällst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei 10... Wenn das das 10. Mal beim Aufschaukeln ist, dann hast du ein Risiko im Depot von 4,8% minus. Es war aber bis jetzt, und ich mache das ja jetzt schon mega lange, wir waren noch nie in meinem ganzen Leben im 10. Trade. Also wir waren gestern, nachdem wir im 9. einmal, das war aber meine Schuld, weil ich dann sehr, sehr häufig ein gleiches Level getradet habe. Aber normalerweise bist du im 5., 6. Aber du hast als Trader die Freiheit, den Trade zu stoppen. Das ist wie beim Pokerspielen. Du spielst Poker und sagst auf einmal mitten in der Runde, stopp, Jungs, ich komme morgen wieder mit einer anderen Situation. Also du hast die Möglichkeit, den Trade hier zu stoppen. Ja, aber ansonsten morgens bis 10 Uhr lasse ich das durchlaufen. Also das ist unsere Zeit. Zwischen 9 und 10 Uhr lasse ich den Trade durchlaufen. Ja, und okay. Jetzt sehen wir, schau mal, ups, ich gehe mal, wechsel nochmal. Jetzt sind wir wieder raus. Du siehst hier, der zweite Trade ist auch in den Gewinn gelaufen und das Ganze wird jetzt nochmal fortgesetzt. Ja, und das ist das Box-Trading. Daneben an, vielleicht kannst du, genau, vielleicht diese Königsdisziplin mit Christoph, vielleicht kann der ein bisschen erklären, was er mit seinen Doppelboxen auf dem rechten Bild dran macht. Christoph? Genau, wir sehen hier den Eröffnungskurs, heute DAX 13.084 in etwa. Und worum geht es jetzt hier bei dieser Strategie? Man sieht hier zwei Boxen rund um den Eröffnungskurs, oben und unten. Und was wir jetzt machen wollen, ist von diesem Eröffnungskurs wegzuhandeln, nach oben oder nach unten. Und deswegen schalten wir ständig um den Eröffnungskurs Boxen.
die wir dann, wenn sie sich aufschaukeln, wieder rausnehmen. Aber irgendwann wissen wir, im Laufe des Tages wird sich der Kurs vom Eröffnungskurs wegbewegen und dann diese Bewegung, die wollen wir dann mitnehmen. Und das ist die Grundidee halt bei dieser Eröffnungsstrategie. Die handeln wir jeden Tag um 9 Uhr im DAX oder 15:30 Uhr im Dow Jones. Und ja, aktuell sieht man, der Kurs wabert hier um den Eröffnungskurs herum. Es gibt noch keinen Ausbruch. Den werden wir aber heute im Laufe des Tages noch sehen. Ich werde Bescheid sagen, Andreas. Dann schreie ich laut und dann irgendwann kommt der Kurs hier weg vom Eröffnungskurs und dann kommen wir hier in die Bewegung rein. Und das ist das Ziel, einfach in diese Bewegung reinzukommen. Wir wissen, der Kurs geht irgendwann weg vom Eröffnungskurs. Diese Strategien oder diesen grundsätzlichen Effekt handeln ja auch verschiedene Strategien, wo wir wahrscheinlich heute auch noch welche sehen werden. Oder auf der Bit of Trading kann man sich wahrscheinlich umgucken, wird man viele solche Strategien sehen, wo man den Eröffnungskurs vom Eröffnungskurs in irgendeiner Art und Weise weghandelt. Und wir machen es halt mit Boxen. Das ist unsere Philosophie hier im Club. Genau. Auf jeden Fall. Du bist ja auch der technische Leiter bei Traders Club 24 oder wie man so schön neudeutsch sagt, der Chief Technology Officer. Musstest du deswegen noch eine Box um die Box drum rumlegen, weil du... Genau, so ist das, Andreas. Das ist das ganz genau. So super. Ist das. Ich muss meinen Titel gerecht werden und alles komplizierter machen, genau. Ja, kein Problem. Gut, wir wollen es nicht zu kompliziert machen und der Dirk stützt sich schon auf den Kopf auf. Bevor die Augen zugehen, würde ich zu ihm mal rüberschalten. Er winkt und hat vielleicht ja hier auch bei der Eröffnung schon das ein oder andere im Blick gehabt. Das täuscht mit dem Kopfstützen. Das ist meine Hand ist nur im Vordergrund. Das ist die Abwartehaltung, ob das jetzt ob ich zu früh oder zu schnell war hier mit dem Trade. Ich habe halt irgendwie gerade gesehen, es könnte irgendwie zu früh gewesen sein. So, das heißt, wenn wir ihn sehen, zeig mal her. Moment, das war wahrscheinlich zu früh, aber das ist nicht weiter schlimm, weil, Moment, so, ich denke mal, man sollte ihn jetzt, das schaltet hier immer wieder um, man sollte es jetzt sehen. So, ich war ein bisschen früh, ich wollte eigentlich die M15 auflösen, und aber wahrscheinlich war ich da halt jetzt ein paar Meter zu früh drin. Also ich habe halt für heute, mein Plan ist für heute hauptsächlich Skyping, auch wenn der jetzt hier rausfliegt. Weil ich habe halt gestern Abend mir um Mitternacht noch was eingefangen. Also ich versuche halt immer den aktuellen Impuls von einer fertig werdenden Kerze halt mitzunehmen. Und das wäre jetzt hier der M15, deswegen habe ich gerade gesagt, ich bin ein bisschen früh. Aber ich habe halt von gestern Nacht hier noch, also das hat sich halt einfach angeboten. Ich liege hier recht ordentlich vorne hier mit der Position. Das war halt ein Setup, was ich auch in meinem Blog besprochen habe. Bin hier mit 40 Kontrakten gerade irgendwie short unterwegs und liegt da irgendwie 4.500 Euro vorne. Was erstmal ganz nett ist, deswegen gibt mir das jetzt auch den Spielraum, beziehungsweise nimmt mir auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen die Möglichkeit, was heißt nimmt es, ja, aber halt auch mit dem Grund dafür, warum ich sage, ich werde das Ding halt heute nur skypen. Das habe ich gestern halt auch eigentlich gemacht. Und das scheint mir in diesem Markt, der momentan so ein bisschen choppy ist, halt auch so die bessere Strategie halt einfach zu sein, also die verlässlichere halt, ja. Auch wenn jetzt wie eben gerade mal halt irgendwie einer daneben geht, das ist aber nicht weiter tragisch, weil ich natürlich gerade beim Skyping, ich meine, das weiß ja jeder, der sich mit dem Thema so ein bisschen auskennt, da am Tag eben halt 20, 30 Möglichkeiten habe, das dann halt eben besser zu machen. Und das hier, also jetzt gerade hier mit der Eröffnung ist immer so ein bisschen speziell, finde ich halt, ne? Also gerade so in der ersten Viertelstunde sich da halt irgendwo vernünftig zu positionieren, weil es halt oft so ist, dass es erstmal halt so ein bisschen hinher wackelt und danach erlöst es sich dann halt oft auch erst dann so kurz vor Ende der Stunde dann halt eben auf. Okay, und vielleicht noch als Erläuterung, ich glaube, das hattest du nicht mit erwähnt, das ist der Dow Jones Index auf CFD-Basis. Richtig. Richtig, habe ich aber gut abgelesen. Auch. Als alter Hase. Und wir hatten davor über den DAX gesprochen. Nicht, dass es hier zu Verwirrung kommt, wenn ein Teilnehmer vielleicht hier im Chat die 29.000 sieht und denkt, oh, der DAX hat sich ja mal schnell verdoppelt heute Morgen. Also das war es nicht. Das war jetzt der Dow Jones. Wir sind jetzt wieder im DAX. Man sieht im Hintergrund deines Charts auch immer die Zeiteinheit. Das ist ganz nett. Also M für Minute 5, DE30 Mini. Das ist jetzt der DAX Future Mini, schätze ich jetzt mal, im 5-Minuten-Chart. Nee, das ist halt, also was ich halt mache, ich handle halt tatsächlich viel lieber CFDs, einfach wegen der Skalierbarkeit. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier zwar nicht eingeschaltet, aber halt zum Beispiel hier drüben beim DAO hat man es halt gesehen, beziehungsweise halt auch, Moment, gucken, ob das alles da ist. Genau, das heißt, ich habe halt hier den Future im Hintergrund. Das ist halt so eine spezielle Funktion hier vom Stereotrader. Das heißt, ich kann hier CFDs handeln, kann mir aber zum Beispiel das Volumen, wie hier jetzt zum Beispiel, als auch das Orderbuch, über den CFD dann halt drüberlegen und habe dann halt dort auch nochmal ein bisschen besseren
Ansatzpunkt, beziehungsweise sehe da halt einfach noch mal ein bisschen mehr. Das heißt, ich handle zwar CFD, habe aber im Hintergrund eben den Future, um den Markt halt zu beobachten. Was man vorhin halt gerade gesehen hat auch, das ist halt zum Beispiel, dass eine Order halt einfach da von unten mitgeschoben hat, deswegen hat er da nicht wirklich Chancen gehabt, durchzukommen. Also das ist halt die Bezeichnung, ne? Hier, das ist halt einfach nur die Bezeichnung von dem CFD an der Stelle. Das hast du super erklärt und da kriegst du natürlich auch von mir gleich einen Applaus dazu. Ja, das soll ja alles so ein bisschen auch an die alten World of Trading Zeiten erinnern, wo wir noch Publikum direkt vor uns hatten, aber ich kann allen Live-Tradern hier versichern, der Raum ist richtig voll. Es gibt auch ganz viele Fragen, die ich dann immer mal mit einstreuen werde, so als würden sie von mir kommen, quasi übertragen, aufbereitet und vorgekaut. Dennoch möchten wir erst einmal durchgehen, wer denn hier alles im Live-Trading teilnimmt und wer schon etwas gemacht hat. Und da frage ich doch gleich mal den Orkan, der kratzt sich etwas nachdenklich. Hat sich bei dir schon was ergeben? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Hast du schon was in der Tasche? Ja, 505 Euro. Das ist okay für den Morgen. Geht natürlich auch bei mir. Warte mal, jetzt muss ich hier wieder was umschalten, ne? Ja, den Bildschirm von dir. So, warte mal. Teilen. Aber abbrechen tue ich dann lieber, wenn wir um 11 Uhr fertig sind. Da sieht man was. Ja, was kann man erkennen? Erstmal natürlich hier, dass der Markt natürlich einen Gapdown hat. Da kommt eine Schwäche rein. Woran liegt es, fragen sich jetzt viele morgens und suchen immer. Soll ich euch was sagen? Ich habe heute Morgen nicht nachgeguckt, warum der Markt so schwach reingekommen ist, weil mich das gar nicht interessiert. Wenn ich jetzt nachgucken würde, würde ich eine Meinung bilden. Ah, das ist passiert, ich muss den ganzen Tag... was weiß ich, Short sein und sagen, das ist doch gar nicht so schlimm und wird Long suchen. Ich denke mal, es kann natürlich damit zu tun haben, mit den US-Wahlen, sage ich jetzt mal. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich habe es nur gestern mitbekommen, dass der Trump jetzt doch wieder ein bisschen aufgeholt hat, Neuzählungen stattfinden, es kann alles Mögliche sein. Im Endeffekt wird der Journalist dir abends immer einen Grund finden und schreiben und dann wirst du sagen, aha, daran lag es. Mir ist es egal, was der Markt macht. Ich sehe, dass ich hier einen Gapdown habe von ungefähr 130 Punkten, das ist das allererste. Für mich bedeutet ein Gapdown immer zu sagen, okay, ich will mit der Position definitiv nicht direkt long sein. Und dann siehst du selber hier zum Beispiel, da hast du direkt eine Möglichkeit, nämlich den Markt auch zu shorten, was du jetzt gerade erkennst, also hier in dieser Zone. Und der könnte von hier nochmal bis ungefähr da runterlaufen und von dort aber müsste er nochmal bis zum Previous Day Open laufen. Und an der Stelle ist der Markt auch wieder shortbar zum Beispiel. Was ich heute Morgen gemacht habe, ist, ich habe abgewartet, habe dann den Jungs heute Morgen zugehört und habe gedacht, wow, so ein Mist, noch mehr wow, habe gedacht, geil, die ganze Wohler des Tages ist ja schon rum, ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe ja mit dem Dirk und auch mit dem Sven schon öfters mal Live-Training gemacht, wo wir uns dann die ganze Zeit gewundert haben, puff, und der Short ist aufgelöst, danke, habe ich ja gerade gesagt, hier vorne ist Short, der sollte mindestens bis da kommen, gerne zuckt er ein bisschen Feuer hoch. Für mich finde ich Live-Ansagen immer am besten, authentischsten zu sagen, ich gehe jetzt hier vorne Short, hier ist ein Short, der sollte mindestens bis da runterkommen, hat er jetzt gemacht. Ich gucke auf den Tacho, das waren jetzt nur 342 Euro, bis jetzt 847,50 vorne. Der triggert sich gleich aber noch long nach oben zu Previous Day Open. Danke, das macht er jetzt gerade. Jetzt warte ich, dass er nochmal einen Schub nach oben macht. Und habe schon mal ein bisschen wieder aufgelöst. Ich zeige das gleich jetzt, 1065 Euro. Also so sieht man morgen immer aus. Ja? Und von daher, es geht halt darum, man muss ja, finde ich jetzt beim Live-Training den Leuten auch erklären, warum habe ich das gemacht? Der Markt bewegt sich auch in diese Richtung. Ich meine, ich mache das jetzt 20 Jahre, ich kenne den Markt einfach. Und wenn ich mir den Markt so angucke, was wir hier gerade sehen, das ist nämlich Folgendes. Also ich erkläre das jetzt mal. Der Markt macht auf, der macht einen Gapdown. Ein Riesentipp von meiner Seite aus. Never trade against the gap. Richte dich nie gegen das Gap. Dann siehst du zum Beispiel, der Markt jetzt hier runterkommt. Ich versuche es mal im Minutencharts zu erklären. Der kommt hier runter. Zack, ja. Macht dann hier seine erste Umkehr, geht wieder runter, kommt hier hoch. Dann hatte ich hier den ersten Short gemacht, bin dann wieder ausgestiegen. Der hat hier ein neues Tief gemacht. Dann ist er erstmal schwach. Wenn er aber ein neues Tief macht und hier wieder hochkommt, dann ist hier erneut meine Short-Zone.
Und das ist jetzt ganz, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, was ich jetzt hier zeige. Das ist ganz blöde, billige Charttechnik. Also dafür brauche ich jetzt auch kein Volumen oder sonst was. Aber keine Sorge, ich werde euch natürlich den Stereo-Trader nachher und natürlich das V-Pop mal zeigen. Es geht mir in dieser Sache natürlich darum, dass wir hier jetzt eine Zone haben. Deswegen war ich dann hier eben short, habe auf Tasche gemacht. Der ist neu runter. Und wenn er neues Tief macht und wieder hochgeht und über diesen EMA geht, ja, und über das Previous Day Low, dann läuft er mit der Wahrscheinlichkeit nach da oben. Dann denken alle, Mist, der Markt läuft jetzt ohne mich weg. Dann kriegen die meisten ihr sogenanntes Fear of Missing Out Syndrom. Ja, das FOMO-Syndrom nennt man das. Und springen hier long hinterher. Das ist für mich natürlich die Chance als Händler zu sagen, naja, der longt immer schön, der wird auf alle Fälle hier nochmal abprallen. Das hat er ja gemacht. Ist dann hier runter. Aber ich habe das in der Zeit sehr oft erlebt, dass er von dieser Zone gerne ein Stück nur runter geht und dann nochmal hochzieht. Deswegen versuche ich schnell wieder aus dem Markt draußen zu sein. Das sind so die Scalps, die ich auch bei mir in der Community gar nicht poste, weil sich das gar nicht lohnt. Wenn ich draußen bin, dann gepostet habe, das bringt ja nichts mehr. Es geht ja darum, dass wir hier in der Zone, wie gesagt, runtergelaufen sind. Das hatte ich ja angekündigt. Und dann hatte ich ja hier sofort gesehen, okay, der bremst sich jetzt erstmal aus. Der will erst nochmal oben hinlaufen. Deswegen auch der kleine Long gerade. Und jetzt warte ich ab, wenn er in den Bereich des Previous Day Open nochmal kommt, habe ich hier nochmal eine Shortzone. Lieber Andreas, liebe Teilnehmer. Ja, das ist sehr, sehr spannend gewesen. Und erste Frage an dich, Orkan, die möchte ich gleich weiter durchleiten. Vielleicht so indiskret, dann sagst du einfach, der Ton ist schlecht und ich leite weiter und wir gehen nicht drauf ein. Hier fragt jemand, wenn du jetzt 1.000 Euro am Morgen so quasi als tägliches Ritual mitnimmst, wie hoch ist denn im Verhältnis dazu das Depot, was du handelst, damit man so ein Stück weit, denn der Carlos hat ja hier über Prozente geredet, Risikoprozente, damit man sich ein Stück weit ein Bild machen kann, was du riskierst. Nö, ich habe damit kein Problem, darüber zu reden. Ich habe ja auch einen Live-Trading-Room, kostenfrei natürlich, für alle neuen Kunden von FX Flat über den linken Konto aufmachen. Die Sache ist ja folgende. Es gibt ja immer da draußen diese ganzen Geschichten von wegen immer, du musst 1% immer pro Trade riskieren. Das kannst du im Swing-Trading gerne machen. Ja, das kannst du in anderen Sachen machen. Aber wenn du anfängst zu skypen und rumzumachen, das wird mir auch der Sven oder auch der Dirk bestätigen, vielleicht auch der Carlos, dann riskiere ich 0,5%. Ja? Dann habe ich also keine Lust. So. Und manchmal ist es auch so, dass ich ein bisschen weniger riskiere. Also das Depot ist 100.000 Euro. Ich bin jetzt 1% vorne und mein Tagesziel liegt ungefähr bei 2%. Das heißt, ich versuche am Tag mit 2.000 Euro aus dem Markt zu kommen. Ich setze mir aber dieses Ziel nicht zwingend, weil wenn du bei 1.900 bist, Andreas, ich meine, du bist ja auch nicht seit gestern erst dabei, und versuchst dir diese 100 Euro noch zu erzwingen, wirst du nochmal 900 verlieren. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt siehst du selber, dass die Zone erstmal von hier wieder runterdreht. Siehst du das? Das, was ich gesagt habe, der geht von hier erstmal wieder runter und das macht er auch. Die Sache ist halt, ihr müsst dieses Denken, wie viel Prozent auf das Depot und solche Sachen, müsst ihr total abschalten. Wer euch jetzt mit einem 10.000 Euro Depot 1.000 Euro Gewinn gemacht hat, da müsst ihr sofort weiterschalten, weil das hat gar keinen Sinn, das sind nämlich 10%, dann ist er zu hoch gehebelt unterwegs. Der hohe Hebel ist das, was euch nämlich auf Dauer killen wird. Ihr seht, größeres Konto, kleinere Position. Das heißt, du hättest jetzt mit einem 10er Konto sauber vielleicht einen 100er verdient und ich wäre stolz auf dich. Hättest du gesagt, du hast 500 gemacht, bist du zu groß drinne. Und es geht einfach darum, dass man versuchen sollte, den Markt auch in Punkten zu zählen. Ja, wir haben das bei uns in der Gruppe manchmal, wenn ich da 600 Punkte mal im DAX letztes Mal, wo der Schub kam, mitnehme, wo der Autos war bei der Victoria gewesen, fragt einer, wie viel hast du denn damit verdient? Das ist egal, was man damit verdient. Wie viele Punkte hast du erreicht? Wie hoch war dein CRV? Das ist halt das Wichtige. Und jetzt siehst du, lieber Andreas, der hat jetzt doch im Endeffekt doch nochmal das Previous Day Open Low angesteuert. Das kannst du jetzt erkennen, also was ich vorausgesagt habe. Ja, das ist also dieser Bereich hat gebremst und das Previous Day Low wurde angesteuert. Das heißt, auch hier nochmal eine Short-Ecke. Dann siehst du selber schnelle 15 Punkte. Und natürlich kann die World of Trading sich freuen und vor allem die ganzen Zuschauer. Heute haben wir wenigstens mal einen Tag mit Wohler, der Sven und der Dirk 2019. Also vor dieser ganzen Pandemie waren wir auf der Bühne, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da war noch so gewesen, der Sven hat geraucht, also vom Kopf her, weil er sich aufgeregt hat, dass keine Wohler ist, genauso wie ich. Und der Dirk guckt mich auch die ganze Zeit so fragend an. Ja, da war an dem Tag ja nichts los. Und heute finde ich super, geiles Timing, endlich ist mal Action nochmal.
Das freut uns auch, dass hier mehr zu sehen ist. Und ich habe das mal kurz mit meinem Spitzentaschenrechner durchgerechnet. Das sind natürlich jetzt rein mathematische Konstrukte. Aber wenn ich von 200 Tagen ausgehe im Jahr, Handelstagen, 100.000, 2% am Tag, wenn man das schafft, dann ist man ja bei 5.248.489,74 Cent geschenkt. Richtig. Und also, da muss ich auch nochmal drüber reden. Das wollte ich wissen. Erzählen. Also wenn ich jetzt 2.000 Euro am Tag verdiene, ja, mit 5 Millionen ist aber schwer. Wir kommen eher auf eine 500.000 im Jahr. Das ist realistisch. Jetzt erkläre ich aber, warum das mit einem 500.000-Euro-Konto nicht funktioniert. Wenn du jetzt anfängst, pro Trade 200.000 zu riskieren, das sind ja wie hier 500 Euro, das Vierfache zu verdienen, am Tag 10.000, im Monat 300.000, vergiss es. Der Mensch hat eine Schmerzgrenze, ja, Andreas? Der Mensch hat eine Schmerzgrenze. Ja. Und die kannst du nicht mehr überschreiten. Du merkst, beim Traden, wenn du dich anspannst, dann bist du einfach zu groß drin. Also man kann nicht mit 2% oder 1% am Tag oder whatever hingehen und sagen, du wirst auch dann der reichste Mensch der Welt. Du kannst irgendwann nicht mehr von der Größe her. Hier habe ich kein Problem, wenn es läuft. Ja, ich gehe im Schnitt mit 50 bis 100 Euro pro Punkt in den Markt. Ich weiß auch, wann Schluss ist. Ich mache auch gerne Teilverkäufe und solche Sachen. Es geht ums Prinzip, ich habe das ja mal nachgewiesen, anderen Depots, da habe ich zum Beispiel 150% im Jahr gemacht. Ich mache das mehrere Jahre hintereinander, aber es gibt da eine Grenze. Das heißt, diese Zinseszinsrechnung, wo dann die Ungläubigen rauskommen, ja, oder die sogenannten Aluhutträger des Tradings, die einfach das alles nicht glauben möchten, die haben das Problem, dass die vergessen, dass du ab einer gewissen Kontogröße das gar nicht mehr von der Psyche umsetzen kannst. Dafür ist der Mensch dann nicht mehr geschaffen. Ja, das stimmt und das bringt ja, wenn man den Umkehrschluss jetzt nochmal gedanklich zulässt, natürlich auch sofort die Antwort auf die Frage, ab welcher Kontogröße ist denn Trading überhaupt sinnvoll, weil oftmals durch verschiedenste Foren diese Vorstellung geistert, 1.000 Euro Konto aufmachen mit CFDs, Maximum, Hebeln oder anderen Instrumenten am Kapitalmarkt und dann jeden Monat 3.000, 4.000 aus dem Markt rausziehen. Also das halte ich zumindest für total unrealistisch. Andreas, ich kann dazu nur eins sagen. Ihr könnt gerne mit einem 1.000-Euro-Konto anfangen. Beispiel. Ich finde die ESMA-Regelung übrigens gut. Ich bin ein Befürworter der ESMA. Ich weiß, dafür tun mich ganz viele böse angucken. Aber ich sage, Leute, ich finde das super, dass wenn du einen Euro im DAX bewegst, dafür 600 Euro hinlegen musst dafür, finde ich das mehr als gut. Einfach aus dem Grunde, weil ich kann noch mal ganz kurz mein Konto zeigen. Dann sieht man das hier. Also hier gesagt, das ist der Stereotor in meinem V-Bock. Und jetzt erkläre ich, warum. Du wirst niemals mit 1.000 Euro 5.000 verdienen im Monat. Machst du das, hast du zu hoch gehebelt. Und hast du zu hoch gehebelt, kommt nämlich Folgendes, wirst du irgendwann platt sein. Wer diese Geschichten im Internet erzählt, das ist ein Geschichtenerzähler. Wenn du mit 1.000 Euro im Monat, das hört sich jetzt fies an, was ich sage, 50 Euro gemacht hast und das jeden Monat, dann gehörst du schon zu den Gewinnern der ganzen Börse. Ja? Also was man mit 1.000 Euro machen kann, sind ungefähr, ja, realistisch vielleicht ein Fuffi im Monat. Ja? Also wenn man davon leben möchte, braucht man nicht unter 50 oder 100.000 Euro überhaupt anfangen. Aber man muss ja erstmal mit Ausbildungsdepot, nenne ich das mal, versuchen zu gucken, verdiene ich überhaupt Geld an der Börse? Man muss 3 Jahre konstant bleiben und dann kann man anfangen. Aber ein 1.000-Euro-Konto aufmachen und dann sagen, ich werde ein großer Trader. Zum Üben ja, aber 5.000 Euro, Andreas, no chance. Das wollte ich hier noch einmal herausstellen, wobei mit den 50 Euro im Monat zum Leben habe ich auch ausgerechnet. Ich bin jetzt hier der Nachrechner für euch. Da komme ich auf 25,4 Döner in Neukölln. Also das heißt, man könnte durchaus hier über den Monat sich hinstrecken, wenn auch nicht im Luxus schwelgen. Aber das wollen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen mit dem Döner, sondern mal zu dem Sven schalten, denn du hast ihn schon erwähnt. Der Sven hat letztes Jahr über die Volatilität geflucht, die nicht vorhanden war. Der Sven flucht eher selten, kleiner Scherz, aber wir möchten ihn einmal zuschalten und hoffen, wir erwischen ihn in einer guten Laune heute. Sven, ich nehme jetzt mal dem Orca in den Bildschirm weg und mache dich erstmal bildlich groß. Hast du die Bilder noch stehen im Hintergrund? Ja, alles noch da. Gut, ja. Und dein Monitor läuft. Hast du denn heute schon was eingefangen? Ich hatte eine Idee heute Morgen, da waren wir aber schön am Quatschen. Das wäre nämlich der erste Short gewesen, den habe ich natürlich nicht gemacht. Deswegen war ich vorhin das erste Mal etwas unentspannt, aber Quatsch, egal.
Nee, ansonsten, ich habe noch nichts auf der Pfanne. Es eiert jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich sehe gerade, mein Bildschirm lädt noch. Ja, ein bisschen ist gut. Es eiert nur auf der Stelle. Wer hat da was gesagt von Wohler? Orkan. Verstehe das überhaupt nicht. Orkan hat einen anderen Markt als wir. Ja, nee, Spaß beiseite. Das wäre mal so die erste Idee gewesen. Den Long wollte ich nicht machen vorhin. Ich habe unten so zwei Abstauber stehen, aber Mini-Ducks. Also ich handle ja vor, nämlich den Euro-Stocks für so kleinere Sachen. Was weiß ich, Swing oder so, kann man auch mal den Mini nehmen. Nee, ich sehe aktuell für mich noch nichts. Tingelt hier so ein bisschen rum. Aber wir haben ja Zeit. Also ich muss jetzt nicht wie früher um 10 nach 9 irgendwie fertig sein. Von daher bin ich da mit dem Alter ein bisschen entspannter geworden. Und ich denke mal, bei der Wohler wird mit Sicherheit noch einiges gehen gleich. Ja, im Alter ein bisschen spannender ist immer gut, Sven, wenn wir zurückdenken an die wilden 80er Jahre, wo wir gehandelt haben. Wahnsinn, oder? Ja, ihr kennt ja meine Geschichten. Ja, die können wir später nochmal vertiefen, aber ich glaube, der Einzige, der in den 80er Jahren hier von uns gehandelt hat, war der Carlos, oder? Ja, kann sein. Vielleicht nochmal zu dir, die Boxen, ja. Die sind ja auf der Oberseite jetzt auch nochmal touchiert worden, wenn ich das richtig interpretiert habe vom Kursverlauf. Wir können kurz den Monitor einmal scheren. Ja. Sehr gerne. Du bist parallel ja übrigens auch noch im Live-Chat bei deinem Traders Club 24 gestreamt. Also es gibt kaum einen Kanal, wo du nicht gestreamt wirst heute, oder? Wir sind jetzt gerade im Raum, sind wir bei uns im Live-Trading-Raum jetzt 400 Leute, die dort zuschauen. Jetzt sehen wir gerade, wir sind im zweiten Trade mit der Box. Ja. Und ich habe jetzt auf angepasst gedrückt. Das ist natürlich, wenn man jetzt den Vorredner oder Vorvor den Orkan hört, mit 300, 400 oder 500 €. Ich handle mit einem 20.000 € Konto hier live. Das hat bewusst, weil die meisten Leute, die bei uns in den Club eintreten, halt auch, wenn sie in so einem Live-Trading-Raum sind, versuchen, den Vortoner da so ein bisschen nachzutraden. Und wir haben festgestellt, dass man macht ja am Anfang Fehler, dass so 10.000, 20.000 zum Anfang, um zu üben, eigentlich das Ideal ist. Das heißt, das Live-Konto, was wir jetzt hier haben, hat eine Kontogröße von 20.000. Aber wir haben, wie gesagt, das Ziel von 0,1%. Und ihr seht hier schon, das ist der große Unterschied, glaube ich, hier. Wir haben hier 2 €, 3 €. Und diesen Effekt erstmal, einen Glücksjäger, der draußen denn zum Club kommt, zu uns und sagt, wow, ich will 500.000 € am Tag verdienen. Da muss man eben, wie der Orkan auch gesagt hat, eben halt auch ein großes Depot haben. Das haben die wenigsten, glaube ich, im Trading. Und deswegen versuchen wir zumindest, dass man erstmal prozentual denjenigen einordnet, 0,1%. Und da hören die meisten schon auf. Das ist aber auch gut so, dann hat er es nicht verstanden, denn der Anfänger da draußen hat nur den Fokus auf eine Strategie und nur den Fokus auf eine Performance. Das sind also, ich bin jetzt 25 Jahre dabei und ich habe jetzt 11 Jahre den Traders Club und ich weiß nicht, wie viele zigtausende von Kunden ich jetzt schon im Club begrüßen durfte, aber auch kennenlernen durfte. Und alle sind im Level 1 und Level 1 ist Strategie und Performance, Strategie und Performance. Und wir, das ist meine Philosophie, ist, wenn du Level 2 bist, dann guckst du nur auf das Risiko. Und für mich ist es, ob ich jetzt 20.000 handle oder 100.000 oder 300.000 sind, ist das Risiko an erster Stelle, was ich dann letztendlich riskiere. Und deswegen starten wir mit einem sehr, sehr geringen Risiko, ja, und versuchen dann, wenn der Markt es hergibt, natürlich auch mehr mitzunehmen. Aber wir versuchen das den Leuten auch so beizubringen, dass sie sich einfach den Fokus auf das Risiko einrichten. Also das. So, hier, zweiter Trade und es ist relativ langweilig, weil wir brauchen jetzt als Trader gar nichts machen, sondern wir brauchen jetzt entweder den Ausbruch, wenn er oben nicht raus will, dann geht er unten raus und da stimme ich auch den Orkan zu. Wir sagen auch, macht, guckt euch keine News morgens an, sondern der Markt gibt die Richtung so wenig vor. Jetzt sind wir im Gewinn, jetzt seht ihr, das sind Lächerbeträge, jetzt sind wir 1,30 Euro, jetzt werden die da draußen sagen, was ist das denn für ein, wenn der Trade aber in den dritten, vierten kommt, dann schaukelt sich das ja auf mit dem Volumen und jetzt sind wir bei 0,1, wie gesagt, jetzt sind wir 0,01, jetzt lassen wir den Trade weiterlaufen. Und jetzt nur als Demonstrationszwecken, wenn du jetzt den Trade zum Beispiel schließen willst, drückst du einfach hier drauf und dann bist du raus auf dem Trade. Das ist jetzt der vierte Trade, den wir jetzt gemacht haben. Und jetzt kommt wieder, klein, viel macht auch Mist. Wir treten bis 12 Uhr. Und wenn so eine Gelegenheit mehrmals am Vormittag kommt, dann summiert sich das schon. Und dann kommst du mit deinem Performance-Ziel hin. Und wir sind glücklich mit 15-20% im Jahr, die mit geringem Risiko erwirtschaftet worden sind. Und auch da sehen wir auch so, dass man als Trader entspannt sein sollte. So, ich habe einen Trade, Jungs. Okay. Okay, hau rein. Vorab, ich habe mich jetzt mal versucht, hier dran zu hängen.
Ich habe um die 45 einen Käufer gesehen. Noch sehen wir deinen Bildschirm nicht, Sven. Ich klicke nochmal. Aber wir hören deinen Lüfter. Jetzt kommt er. Ja, wie auch immer, zwischen 40, 45 waren schon Käufer gesichtet, 45 hat er auch schön gesammelt. Ich habe mich jetzt mal auf der 45 drangehangen. Ziel wäre jetzt so bei 52 rauszukommen. Ich habe jetzt nur einen gekauft, leider. Ist aber egal. Sonst mach doch den Trick von Dirk die Webcam aus und dann den anderen Monitor freigeben oben in der Software. Lädt immer noch nicht? Nein. So, jetzt ist er da. Ich bin jetzt auch gleich schon wieder gefillt auf der 50. Das waren dann schnelle 5 Punkte. Das ist sowas, was ich ganz gerne mache. Also ich bin jetzt nicht so der systematische Händler, sondern ich mache relativ viel Tape-Reading, beobachte halt auch die Akteure im Buch. Chart gerade ganz gut dazu gepasst. Und jetzt habe ich mich mal ganz schnell dran gehangen. Wollte zwischen 40 und 45 schon rein, aber dachte ich mir, komm, warte noch eine Sekunde. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Wenn der Phil jetzt noch kommt auf der 50, dann ja, war das so ein bisschen basic. Sehr gut. Dann haben wir das auch gesehen. Noch zu Carlos vielleicht. Ich muss dazu noch sagen, ich hatte ja eben das Limit schon auf 50, wäre eigentlich schon durch gewesen, habe dann aber nochmal auf 52 erhöht. Aber ich bleibe jetzt mal stehen. Risiko nach unten würde ich 2-3 Punkte nehmen. Also ich rechne da nicht mit Prozenten oder so. In dem Moment, wo ich sehe, der Trade läuft nicht mehr oder so, dann fliegt er einfach raus, fertig. Ich kann ja jederzeit wieder rein. Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht noch zu Carlos noch einmal kurz zurück. Du hattest ja gesagt, dass man hier jetzt sich mit Kleinstbeträgen quasi zufrieden gibt am Ende und auch ein großes Konto dennoch hat, was das Ganze natürlich ein bisschen ruhiger angehen lässt. Das ist ein Stück weit aus den USA kopiert, die Strategie, oder? Da gab es doch mal einen, der hieß 50 Cent und hat auch in The Club gesungen. Also hat er was mit dem Traders Club zu tun? Nee. Nee, er hat nichts mit dem Traders Club zu tun. Nein, okay. Aber ich glaube, jeder, der als Coach arbeitet, jeder hat seine Strategien, glaube ich. Und wie gesagt, wir haben es in den 11 Jahren jetzt im Traders Club so gelernt, dass wir versuchen erstmal natürlich beim Onboarding die Leute erstmal runter. Wir verlieren natürlich viele Leute, die eben halt sagen, sie wollen 500 Euro oder 1000 Euro am Tag verdienen, aber das ist uns letztendlich egal, wir wissen alle, die in der Trading-Industrie sind, 90% der Trader da draußen verlieren und wir wissen auch, warum es liegt. Also wenn man das runterbricht und dann den Trader da draußen was beibringen will, dann glaube ich, geht es nicht darum, den Fokus auf das Geld verdienen, sondern einfach eher auf das Risiko reinzubringen und Disziplin und Tradingplan. Und du brauchst Struktur im Trading und das versuchen wir. Wir versuchen auch jetzt mit Box-Trading, wissen wir genau, wann zu stoppen ist, wann nicht zu stoppen. Das sieht zwar ein bisschen Gambling aus und viele da draußen denken auch, wow, Box-Trading, das ist eine Multiplikation, das ist eine Casino-Strategie, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter, wenn man hinter die Kulissen und auch dann sich mit diesem Box-Trading beschäftigt. Vor allem auch, wenn man die Trefferquote hier letzten Endes zugrunde legt, weil das war ja neulich ein Jubiläum von einer Runde. Genau, aber Trefferquote, Andreas, das weißt du, da werden ja auch viele Leute, weil die rennen dann raus und Carlos hat eine riesen Trefferquote. Trefferquote ist ja nichts, hat ja nichts zu bedeuten. Du kannst 99% Trefferquote haben und dann trotzdem den Trade dann irgendwie das letzte 1%. Bei uns ist das ein bisschen anders. Das 1%, wir waren noch nie in dem Bereich, dass wir einen Trade stoppen mussten und im 10. Insofern haben wir eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Und wir sehen auch, dass bei den Strategien, die wir entwickeln, wir eine hohe Trefferquote entwickeln, bewusst, damit der Trader in diese Situation kommt, dass er dabei bleibt. Die meisten Trader hören nach 3 Monaten auf, weil sie einen CRV von 1:2 oder 1:3. Und das ist auch gut so. Bloß, ich glaube, dass wenn du ein Privattrader mit einer Strategie, da mit einem CRV 1:2, da muss er schon stabil mental sein, weil dann wissen wir, da macht er 6, 7, 8 Verlusttrades nacheinander und dann
hört er auf und geht wieder zu einer neuen Strategie. So, und da ist so die Krux. Ja, ein CRV nachher zu lernen, 1:2 oder 1:3, das kriegt man nachher hin, wenn er dabei ist und die Strategie verstanden hat. Aber das meiste ist, glaube ich, beim Onboarding, die ersten 3 Monate, 4 Monate, sollte der Trader erstmal die Strategie auch verstehen. Ja. Das stimmt. Und du hast ja, um das auch noch einmal nachzureichen, jetzt über 11 Jahre mit dem Traders Club hier gezeigt, wie du das Ganze umsetzt. Und wenn ich da richtig mitgezählt habe, mehr als 800 profitable DAX-Eröffnungstrades schon abgeschlossen. Also die 800 Eröffnungstrades auf YouTube, das haben wir angefangen, wie das Box-Trading vor 3 Jahren erst, also sind wir damit gestartet und haben gesagt, den Eröffnungstrade zeichnen wir auf YouTube auf und das sind 840 Trades jetzt aktuell so und seit 11 Jahren treten wir live. Das heißt, seit dem ersten Tag 2009 war Adobe Connect, das ist die Software, die wir nutzen. Wir sind mit 50 Tradern gestartet, ja, und seit 11 Jahren, das heißt, ich bin so ein bisschen schon Dinosaurier in der Branche, weil viele kommen und gehen, zeigen wir es täglich in unserem Live-Trading auch, was wir machen, ja. Klasse, aber ja, das scheint dich trotzdem jung und vital zu halten. Ich bin 52, und ich habe der jüngste Sohn Christopher ist 2,5. Ja, also die Kinder halten mich fit. Die Kinder halten mich fit. Aber es ist kein Kinderspiel, um das mal nicht hier durcheinander zu bringen. Ich habe gerade meinen Namen gehört, da wollte jemand im Hintergrund entweder mir den Ton abdrehen von der Regie, nein, oder aber... Ich war's, Andreas. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was wir hier auf dem Bildschirm noch sehen. Vom Eröffnungskurs sind wir jetzt ja weggelaufen. Ja, und das war ja das Ziel von, wie von gesagt, da in die Bewegung reinzukommen. Diese untere Box jetzt, die hier unten sitzt, die hat das sozusagen jetzt mitgenommen, hat diese Bewegung jetzt aufgefangen. Wir sind jetzt hier oben 2-3 Pünktchen am Ziel vorbei. Das heißt, wir warten jetzt noch, aber das war das Ziel von der Eröffnungsstrategie, die ich vorhin gesagt habe, diese initiale Bewegung weg vom Eröffnungskurs, die ja irgendwann kommt in eine Richtung. Das wissen alle, die hier im Raum sind, wissen das, irgendwann kommt die Bewegung in der Regel weg. Es gibt die ganz wenigen Tage, wo nichts passiert den ganzen Tag, wo Flatline ist und die haben wir jetzt hier reingenommen. Mit dieser unteren Box sind wir jetzt hier im Rennen und am Ende kommen hier ungefähr 0,03% zusammen. Das klingt wenig. Wir machen das aber mehrfach am Tag, so wie dass wir am Tag dann so 0,1%, 0,15% als Ziel haben. Und das reicht uns in der Regel, um dann eben auch 15-20% im Jahr zu schaffen mit einem sehr risikoarmen Ansatz. So, wir warten jetzt weiter. Wenn der Kurs zurückkommt, spielen wir das Spiel so weiter, bis wir irgendwann weit genug weg vom Eröffnungskurs die Bewegung bekommen haben. Big Number ist auch nochmal platziert, 13107 Long oder 13,92 Short. Wenn der Kurs da reinläuft, auf den Linkbild dran, seht ihr die Box, dann geht das automatisch dann, genau. Okay, das deckt sich ja dann in etwa mit der Zone, die der Orkan vorhin schon definiert hatte bei 13.106. Da war auch nochmal eine Nachfrage aus dem Chat, wie er denn zu dieser Marke kam. Also das war ja auch das Previous Day Low, also quasi vom Endloskontrakt, denn Xetra war ja gestern nur das Tief bei 13.138. Richtig, Orkan? Mal bitte wiederholen. Wie du auf diese Zone gekommen bist von den 13.106, da hat es in deinem Chart angezeigt, ich glaube, Previous Day Low. Und das war ja nicht das Xetra-Tief, sondern vom Endloskontrakt letzten Endes. Richtig. Also ich handle Futures, ich handle auch so durch CFDs. In der Industrie sind ja CFDs bei den Leuten draußen. Ja, da sagen immer Leute, ja, Futures ist das einzig wahre mit CFDs, das ist alles Quatsch, das ist es nicht. Das ist so, wie der Dirk gesagt hat, man kann skalieren. Aber zum Handeln benutze ich natürlich nicht jetzt irgendwelche Charts, die mein Broker stellt, sondern ihr habt ja gesehen, ich habe den Future offen. Ich kann jetzt nochmal umschalten auf Bildschirm. Moment, jetzt gucke ich mal, ob ich das irgendwie hinbekomme. Bildschirm, die ist gut. Und habe natürlich auch nochmal geschortet. Ich habe das ja eben angekündigt, dass ich hier nochmal shorte. So, das hier sind Future-Daten. Der Riesenvorteil ist jetzt folgendes, wenn ich hier bei FXBet das zeigen kann. Da habe ich nämlich auch die Möglichkeit, mir den Future anzugucken. Das sieht man hier. Ja, das ist der FDAX. Aber das Tolle ist, ich muss schon wieder suchen, wo das ist. Wunderbar. So. Das hier sieht sehr nach Hilger-Style aus. Das ist hier nämlich der Stereo-Trader. Den hat der Dirk erfunden, ein richtig geiles Tool. Und ich habe ein Tool entwickelt, das ist der sogenannte VPOC, der Volume Profile Orkan Kuyas. Das heißt, wir rechnen die Future-Daten im Hintergrund um auf eurem Kassa-Chart und können dadurch sehen, wo der VWAP ist, wo hier der OWP auch in einem T-Web ist. Meine Vision ist aber nochmal verbessert. Die Linie der Investoren nennen wir das Ganze. Und
kann hier danach viel besser handeln. Dann ist hier ein selbst von mir eingestellter Supertrend drin, also der oft die letzten 20 Jahre reagiert hat. Und ich habe ja eben auch gesagt, ich möchte da nochmal shorten. Also für den Teilnehmer, der gefragt hat, ja, wir hatten an dieser Zone hier vorne ein, oh, der Short läuft aber gut an, ein Stück auf Tasche, Moment. So, okay, sorry, ich musste gerade ein bisschen auf Tasche machen. So, das hier sind alles Future-Daten. Das heißt, ich sehe hier Previous Day Low im Future. Ja, ich sehe hier zum Beispiel den Previous Day Open und der ist mir wichtig. Eröffnungskurse und Schlusskurse sind an der Börse verdammt wichtig für die Händler. Und meistens läuft der, habe ich ja gesagt, der wird jetzt von hier hochlaufen. Deswegen habe ich ja gesagt, dann long ich den gleich, wenn er hier drüber geht. Dann kam er hier runter, so hier, ging hier hoch nochmal, habe dann hier gelongt, bin rausgegangen, weil hier kam sofort der VWAP ins Weg, ist hier runtergegangen und dann kam diese Rakete. So nennen wir das mal so Fachjargon, die Rakete. Und wenn ich mir die Rakete mal so ein bisschen angucke, jetzt gehe ich mal ein bisschen hier, Moment, nein, alle löschen, so, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen raus, oh, wunderbar, schön, schön, wunderbar, komm, stirb. Dann gehe ich bei mir in diesen Bereich rein und kann übergeordnet nochmal viel besser gucken. Ja? Das heißt, das Ganze sehe ich auch bei mir über den VBOK, das heißt, was ich im Future sehe, am Supertrend und diese ganzen Sachen, die habe ich durch den VBOK natürlich nochmal schön sichtbar für mich und sehe nämlich, dass ich nämlich hier vom FIBO-Bereich her an fast einen Fuffi komme, also die Hälfte des Verkaufs nach oben gelaufen ist. Dann sehe ich zum Beispiel, dass hier ein Trendkanal zusammenkommt, dass ich hier ein T-Wrap habe und so weiter und so fort. Und deswegen auch, ich habe ja gesagt, wenn er da oben hinläuft, hier oder dort, shorte ich nochmal. Und genau das Szenario ist ja eingetreten. Und das Gute ist halt, es gibt halt nur einmal die Möglichkeit, dass man das, was man dort im Future hat, auch hier natürlich über den VPOC und den Stereo-Trader dann sehen kann. Ja, ich habe natürlich auch einen Trading-Room, wenn ich das mal ganz kurz dazu nochmal erwähnen darf. Übrigens, lieber Andreas, meine alte Homepage, die ist jetzt nur noch eine Woche online, die neue ist schon fertig, die kommt ab nächster Woche. Bei mir ist es so, das ist nur meine persönliche Sache, ich sage immer Folgendes, Leute, wenn ihr traden werden wollt, ich bin ein absoluter Gegner von Abo-Diensten, das ist überhaupt nicht meins, ja. So, ich sage den Leuten, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr Folgendes machen. Unser Trading Room ist dienstags, mittwochs, donnerstags offen. Dienstags von morgens bis nachmittags, bis mittags. Mittwochs und donnerstags aktuell von 14 bis 17.30 Uhr. Da wird live gehandelt. Ich sage den Trade genau wie hier vorher an. Ungefähr, wo ich was machen möchte. Man sieht die Konten. Man sieht auch, wie ich da zum Beispiel Optionsscheine handle über die TWS. Man sieht, wie ich alles Mögliche an Produkten handle. Und aber wie kommt man denn zum Beispiel in den Trading Room rein, fragen mich immer viele. Dann läuft das ganz einfach. Man geht auf meine Homepage, ja, geht hier auf My Partners, klickt auf FX Flat, ja, eröffnet dann hier einfach ein neues Konto. Dann kann man hier, was weiß ich, meinen Namen gerne reinschreiben und schreibt eine E-Mail. Eine E-Mail an, weil wir haben unseren Trading Room eine Zeit lang zugelassen, weil wir lassen immer nur sukzessive ein paar Leute rein. Wir wollen ja nicht immer einen riesen Ansturm haben. Eine E-Mail hier hin mit Name, hallo, mein Name ist XY, ich bin so und so, habe da Konto aufgemacht und so weiter, bin live am Handeln und dann kommt derjenige in den Trading Room rein. Kostenfrei natürlich das Ganze. Und solange er dort aktiv ist, kann er kostenfrei bei uns im Trading Room teilnehmen. Ja. Das ist gut. Und du hast ja hier auch verschiedene Channels auf deiner Homepage angegeben, unter anderem den Telegram-Channel, den kenne ich sonst nur vom Wendler und seinen Freunden, oder? Aber das hat damit gar nichts zu tun. Nee. Da gibt es so andere Videos, die so am Wochenende so ein komischer Typ aus Berlin immer moderiert. Die zum Beispiel teile ich darüber. Keine Ahnung, ich sitze in Potsdam, ich kann es nicht sein. Ach, du bist in Potsdam, okay, dann ist ein komischer Typ in Potsdam. Nein, über den Telegram-Channel habe ich früher meinen DAX-Fahrplan, den ich seit fast 10 Jahren in der Gruppe poste, der eine verdammt hohe Trefferquote hat. Also morgen schreibe ich rein, der DAX läuft bis da, dreht da, läuft bis da. Trefferquote, sage ich mal, 85%, ja. Und ich sag mal, also sehr beliebt, den habe ich auch darüber gepostet, den habe ich aber jetzt da ein bisschen rausgenommen. In der Gruppe ist der weiterhin kostenfrei drin. Wie kommt man in die Gruppe rein? Einfach hier auf Dings drücken, Facebook Trader, ja, dann ist meine Community drinne. Und aber die Aufnahme kann ein bisschen immer dauern. Wir haben aktuell immer noch 1800
ausstehende Anfragen. Es geht darum, dass ich darüber nur Dings poste, wenn ein Webinartermin ist und natürlich deine wunderschönen lang und schwarz Videos über die Marktübersicht der ganzen Woche. So eine super tolle, kompakte Zusammenfassung, wo ich finde, dass Andreas das sehr gut macht, sehr angenehm moderiert und immer interessante Themen dabei sind. Oh, vielen lieben Dank. Interessante Themen im Investmentbereich. Übrigens für alle Zuschauer, die jetzt hier sich nicht auf das Live-Trading und Day-Trading quasi spezialisieren möchten, gibt es in anderen Räumen, auch das möchte ich zwischendurch erwähnen, im Raum 1, moderiert von Wieland Alt, ist gerade einfach traden, einfache Chartmuster mit Stefan Salomon dargeboten. Raum 2, der börsliche Handel von Aktien, ETF, Fonds, Zertifikaten und so weiter von GetEx präsentiert und im Raum 3 die besten Trading-Investment-Strategien vom Portfolio-Manager André Stacke. Das geht sogar bis 10.30 Uhr. Der Portfolio-Manager hat sich da richtig Zeit für genommen und wir machen hier bis 11 Uhr im Live-Trading weiter auf der Bühne, um dann das interessante Programm hier entsprechend fortzuschreiben. Also wenn es Fragen gibt zu Investment-Strategien und so weiter, gerne längerfristig in den anderen Räumen stellen und den Raum kann man oben rechts ganz einfach über mehr wechseln entsprechend. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, also wer hier sich zwischendurch einen Kaffee holen möchte oder natürlich mal auf Toilette muss, also da braucht man nicht wie ganz früher in den Büros sich einen Eimer unter den Tisch stellen, sondern man kann es durchaus verlassen, hier die Aufzeichnung und sich später noch einmal das Ganze anschauen. Wer die Aufzeichnung haben möchte, muss sich allerdings dafür registrieren mit seiner E-Mail-Adresse. Auch das ist bei der wot-messe.de auf der Seite möglich. Da gibt es oben einen großen Button Vortragsaufzeichnung. Und wer den drückt und seine E-Mail-Adresse hinterlässt, bekommt im Nachgang dann natürlich in der nächsten Woche erst die entsprechenden Links zur Verfügung gestellt, um sich das nochmal in Ruhe anzuschauen. Die letzte Frage noch zu Orkan, dann leite ich nochmal rüber zu Dirk. Du hast ja verschiedene MAs hier eingeblendet. Welche sind denn das? Weil die sind in deinem Chart gar nicht beschriftet. Bei MetaTrader sind ja dann immer noch so kleine Notizen mit dran. Ich sag mal so, also wer wissen möchte, was wir da alles benutzen, der kommt in Trading Room, da sagen wir das alles. Ich verbreite das alles ungern draußen. Ich kann nur sagen, der blaue ist ein wichtiger EMA, den viele kennen, das ist der EMA 50. So, Marc kommt jetzt runter, ganz kurz nochmal, wenn du meinen Schirm noch siehst. Ja. Bis mindestens zum Previous Day Low muss er jetzt runterrutschen, könnte nochmal 80 oder ein neues Tief machen. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Aktuell mit dem Short, ich habe zur Teilauflösung eben gemacht, bin ich jetzt insgesamt, das zeige ich nachher zum Schluss, 16,71 vorne. Also ich habe schon meine fast 2000 Euro für heute erreicht. So, komm noch ein bisschen runter. Komm. Und zack, Stück auf Tasche. So, jetzt sind wir bei fast 1800 Euro, wunderbar. So, was hast, aber das ist das, was ich meine, Andreas. Ich meine, du kennst ja mich nicht seit gestern. Ich bin ja jemand, der gerne sagt, so, der läuft von da mindestens zum Day Open, kann nochmal in diesen Bereich hin und sollte nochmal korrigieren. Ja, das heißt jetzt im Endeffekt, ich kann es voraussagen, was er jetzt macht, zu 90%. Ja, jetzt ist er da in diesem Bereich hochgelaufen, hat sich von hier gedreht, ja, und ist jetzt in die Zone runtergekommen. Und hier in dem Bereich muss man jetzt natürlich aufpassen. Er kann hier nochmal einen Schwenker nach oben machen, kann er, deswegen muss man gucken, dass man ein bisschen was auf Tasche macht. Die Gefahr ist jetzt aber natürlich, mein Lieber, man soll hier keinen Long probieren. Es geht darum, den Short ein bisschen zu reduzieren oder aufzulösen, wenn man möchte, oder besser zu reduzieren, weil er von hier nämlich auch nochmal richtig wegbrechen kann, damit man noch ein bisschen dabei ist. Aber man muss halt aufpassen, ich kenne viele, die steigen hier Short ein und wollen bis da halten. Ja, und wundern sich, wenn er hier hinkommt, diesen schön vorne, dass er nach oben läuft, hier ausbricht und dann sind sie wieder mit Minus raus, weil sie nicht mal ein bisschen was vom Tisch nehmen. Und ich mag es halt total, immer ein bisschen was vom Tisch zu nehmen. Ja, man muss ja abends nicht nur Graupensuppe essen, sondern auch mal was anderes. Und da muss man immer mal gucken, dass man ein bisschen was vom Markt wieder rausnimmt. Und wenn ich hier ganz kurz nochmal gucke, Moment, so die Kernolines zeigen noch nichts an. Zu denen komme ich nachher mal ein bisschen. Also ich habe hier auch noch ein selbst entwickeltes Tool für den MetaTrader, was uns hier zum Beispiel Schlenker nach oben abgezeigt hat, was uns in der Nacht hier ein Long angezeigt hat durch die mehreren Linien. Aber jetzt sieht man selber, da unten ist erstmal Luft frei, also da ist wirklich Polen offen da unten. Jetzt muss man ein bisschen mit seinen Positionen aufpassen. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier Cash und jetzt haben wir gerade eine Stunde und jetzt warte ich, seht ihr, das meine ich halt, der kann die erstmal vorsichtig drehen in dieser Region. Er darf übrigens, zur Info, wenn der Markt unter der 13.077 im Future gleich schließen sollte,
Dann rauscht er auch nach unten weiter tiefer. Dann lasst euch nicht davon beirren, dass ihr hier versucht, eine Umkehr vorzutäuschen. Solange er über diesen Bereich jetzt hier bleibt, hat er die Möglichkeit, nochmal hochzugehen. Das klingt spannend und das bringt auch nochmal den Hintergedanken von mir nach vorne, was denn aus der Box geworden ist vom Carlos, denn die hatte sich ja auch in diesem Bereich hier mit einem Short-Trade engagiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da würde ich auch gerne nochmal rüberblenden und danach aber dann zum Dirk, damit er hier nicht irgendwie vernachlässigt wird. Schlaf hier ein. So, ich überdarf ja nachher nicht mehr auf. So. Monitor wird gechert. So, jetzt seht ihr diese, ich habe jetzt mal auf Maler hier die grünen Punkte gemacht. Das sind jetzt die Boxen, die wir, während ihr geredet habt, schon getradet haben. Wir sind jetzt wieder in der ersten Box short und die Gegenorder liegt jetzt schon bereit bei hier oben. Und das Ganze, Andreas, wird dann gemacht. 10-mal haben wir die Möglichkeit, dann müssen wir den Notarztwagen holen, dann müssen wir raus. Aber das, wie gesagt, ist bis jetzt noch nie passiert, aber der Black Swan kann natürlich auch immer wieder kommen. Wir empfehlen dann letztendlich ab dem 5. Trade, wie gesagt, zu stoppen. Wir sind jetzt im 1. Trade short, also ganz, ganz entspannt. Und wir können jetzt, wenn ich jetzt meinem Vorredner höre, wenn er sagt, es geht weiter runter, den Trade jetzt weiter nach unten ziehen oder ich gehe auf Auto-Trading. Wie gesagt, als Trader musst du jetzt nichts machen. Es wird multipliziert. Und das ist das, was ich wiederum sage. Ich weiß nicht, wo der Kurs hingeht, ob der Long oder Short geht. Ist mir auch völlig egal, weil ich will Wohler haben. Ich will, dass der Markt seine Bewegung macht. Und wir wissen im DAX, wie viel er in dem Vormittagssession bis 11 Uhr, 12 Uhr macht. Das kann man ja berechnen. Aber wann er das macht, weiß ich natürlich auch nicht. So, wenn er jetzt Short geht, ist gut. Wenn er Long geht, ist es auch gut. Ist mir völlig egal. Ja. Also wir sind schon im ersten Trade, genau. Also und meine Hände sind frei, die Box übernimmt jetzt die Arbeit und wie gesagt, ich kann jetzt auf angepasst drücken, das bringt jetzt nicht so viel, weil wir sind im ersten Trade, da sind noch nicht so viele Lots drin, aber wenn wir also jetzt nach unten ziehen, so und je mehr er sich aufschaukelt, umso mehr verdienen wir auch letztendlich, denn durch dieses Multiplikationsverfahren werden die Boxen natürlich, beziehungsweise die Lot-Size immer größer. Hast du auch eine Auflistung bei den mehreren Trades, die wir heute schon gesehen haben, was das in Summe ausmacht, war eine Frage. Und die zweite Frage ist mit Kosten, ob man mit Kosten rechnen muss. Da habe ich schon mal so in den Raum geworfen, dass ja beim CFD-Trading quasi der Spread bezahlt wird, aber hier keine weiteren Kosten anfallen. War richtig. Nee, genau. Da muss man schon sagen, wie der Vorredner auch. Ich bin an der Eurex auch groß geworden, mehr oder weniger. Ich habe den DAX Future mit 100 D-Mark pro Punkt noch gehandelt. Und man muss schon sagen, dass der CFD-Handel für sich per se erstmal einen Vorteil hat, weil die Leute das, wie gesagt, klein skalieren können. Bei unserem Partnerbroker können sie bis runter auf 10 Cent oder 1 Cent sogar handeln, den DAX. Und da kann man sich also langsam erstmal rantrauen, ob der Markt überhaupt was für einen ist. Wir haben hier ein Tool, das nennt sich Wohler-Boxen. Das ist eine Box, wo ich auch DAX und Devisen handeln kann. Die spricht mit mir. Die sagt dann, wenn ein Trade in den Gewinn gelaufen ist. Und ihr seht jetzt 0,06. Das heißt, 0,04 fehlen noch für unser Tagesziel. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und wir sehen, mein Trade ist jetzt hier wieder auf der rechten Seite in den Gewinn gelaufen. Und jetzt wird die Box wieder aktiviert. Das heißt, wir sind jetzt im 1, 2, 3, 4, 5. der DAX-Trade im Gewinn. Und wenn er wieder hochgeht, dann wird wieder aktiviert. Die nächste Box dann wären hier unten, das sind spezielle, die aus dem Algorithmus entstehen. Das sind Wohler-Boxen, die eine sehr, sehr hohe Trefferquote haben. 68% im ersten. Was bedeutet im ersten Trade? Wenn du im ersten Trade über 65-66% bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade nach hinten sich aufschaukelt, relativ gering. Wir haben natürlich beim CFD-Handel kein Volumen wie der Future Trader. Wir haben aber einen Weg gefunden, wo wir feststellen können, dass dort sogenannte Preislöcher sind, wo der Markt also ungern bleibt, sondern dass er relativ schnell wieder rausläuft. So, von den Kostenfaktor, wie gesagt, 0,1% ist unser Ziel, aber wir haben natürlich auch keine Angst, mehr Gewinne zu machen, aber wenn der Markt nicht mehr hergibt. Und wie gesagt, das Anfangsrisiko, nur für euch da draußen, 0,01, das könnt ihr mal als Rechenaufgabe machen, was ist von 10.000 Euro Risiko 0,01? Ja, da könnt ihr mal reinschreiben in den Chat dort, was das denn bedeutet als Anfangsrisiko. Ja, okay. Hier hat jemand bemerkt, der Orkan raucht vor Monitor, ob es hier vielleicht noch ein Marlboro-Sponsoring gibt oder so. Aber nein, in der Tat, wir bleiben bei den ganzen
Finanzthemen hängen und haben keine Product Placements noch von Milita, der Tee. Nein, Spaß beiseite. Natürlich haben wir nichts dergleichen hier eingebaut. Wir wollen uns ja auf das Thema letzten Endes fokussieren und haben auch so ein bisschen Disziplin walten lassen in Richtung Dirk Hilger, der ja hier mit seinen 40 Kontrakten im CFD DAO seit gestern Short ist und jetzt gibt ihm die Geduld recht, oder Dirk? Das sieht gut aus. Ja, bis jetzt sieht das alles gut aus. Ne? Ich meine, man muss natürlich im Auge behalten, bis wohin er halt korrigieren darf. Ich habe dann, ich gebe mal kurz meinen Bildschirm auch wieder, ich habe dann auch vorhin mal eine Runde nochmal eine Position draufgepackt, die aber zwischenzeitlich auch schon wieder aufgelöst. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Habe aber jetzt gerade, jetzt habe ich ein Problem. So, aber jetzt komme ich nämlich hier nicht mehr. Ach, der Arzt ist nicht. Moment. So, bin aber jetzt gerade, ich habe den DAX jetzt gerade halt hier auch im Blick. Der Grund war der, also meine Herangehensweise ist ja so ein bisschen anders. Und das heißt, ich versuche schon abzuleiten, was der Kurs als nächstes macht und kann schon in der Regel auch sagen, wo die Richtung hingeht, mal abgesehen vom, vom Trendverhalten. Also meine, vielleicht um da auch mal ein bisschen drauf einzugehen, ich meine, es sind auch bestimmt einige da, die mich kennen, weil ich nehme hier gerade nochmal eine Position raus. Es sind ja auch einige da, die mich kennen, aber vielleicht auch, oder beziehungsweise mit Sicherheit auch einige, wo das eben nicht der Fall ist. So, und zwar, was so ein bisschen meine Aufgabe ist, ich versuche halt Algorithmen zu beobachten, wie die halt ticken und damit halt eben entsprechende Richtung vorzulegen, beziehungsweise Reaktionspunkte. Und so konnte man zum Beispiel heute Morgen bei mir jetzt im DAX eben halt sehen, da gab es eine rote 141, also 13141 da oben. Da sieht man, was der Kurs gemacht hat. Oh, er ist eben um 9 Uhr genau dahin gelaufen, kommt dann halt eben wieder runter. Jetzt ist diese Kerze nur nicht besonders schön. Das könnte halt dazu führen, dass wir nochmal ein Stück weit nach oben laufen. Das kann passieren, aber generell sind es halt Reaktionspunkte, die in der Regel sehr, sehr genau halt reagieren. Oder sieht man halt auch hier, ne? Gestern. Also im DAX ist es zugegebenermaßen mittlerweile ein bisschen viel hier an Linien, aber daraus kann man halt zum Beispiel ableiten, das sind halt für mich sogenannte Triggerlinien. Das heißt, wenn die Stunde drunter schließt und dann kann ich da eine Limit hinsetzen und dann habe ich eine Trefferquote, die halt schon recht exorbitant eigentlich ist. Hat man natürlich auch noch Statistiken dazu gemacht, immer wieder Trades dazu gepostet, um das halt mal auszuwerten und das ist halt schon recht ordentlich, was da halt rauskommt. Ne? Aber jetzt trotzdem, hier muss man bei solchen, übrigens, das einfach nur mal am Rande, bei solchen Gebilden, wo man denkt, oh, der kann ja nur noch runter, macht er leider meistens genau das Gegenteil. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist das, was jetzt hier gerade passiert. Und damit hat der Orkan auch recht, wo er vorhin gesagt hat, da muss man definitiv irgendwo halt auch was mitnehmen. Ich habe es ja auch gerade gemacht, also wie er es nennt, dann halt eben auf Tasche, ne? Weil halt einfach zu viele dann denken, oh, das wird ja jetzt einfach. Das ist es dann nämlich genau dann in der Regel halt nicht. Ganz kurz, auch hier mit dem DAO, beziehungsweise generell zu beiden Märkten, hatte ich halt gestern auch geschrieben in meinem Blog. Den findet man übrigens unter dirkhilger.de. Der kostet auch nichts. Und das mache ich schon seit ein paar Jahren und habe entsprechend auch die Gruppe dazu. Da habe ich halt gesagt, wenn wir so hängende Tiefs haben, ja, also das heißt, wie hier zum DAX, wir haben zwar hier oben ein kleines neues Hoch, wir haben hier, ich hoffe, man kann das erkennen, wo ich die Maus bewege, da ist so ein hängendes Tief. Hier haben wir jetzt natürlich das nächste, beziehungsweise da war es halt gestern schon. Und die drei, und da sieht man eigentlich, ne, wir haben höhere Hochs, da oben tackert, beziehungsweise da ackert es irgendwo die Decke, aber die Tiefs werden immer tiefer. Und das heißt eigentlich im Anschluss, dass es einen Plop nach unten geben sollte. Und der hat jetzt hier gerade angefangen. Und für meine Begriffe ist es halt eben auch noch nicht fertig. Und genauso, was halt den DAO angeht. Und das sind natürlich, das nochmal so am Rande, das sind halt die Sachen, die ich dann auch versuche zu handeln. Ne? Das heißt, ich habe mich vorhin jetzt zum Beispiel halt hier skaliert bis zur 141 im DAX. Mal gucken, ob der noch lebt oder ob der Stop jetzt gerade schon gegriffen wurde. So, einmal rüber gucken. Ja, knapp dran. Ne? Das heißt, ich habe mich halt, deswegen habe ich zum Beispiel hier eine gelbe Linie. Also ich bin jetzt hier nicht im Minus, sondern ich habe den entsprechend skaliert. Das heißt, ich habe oben immer wieder geschortet und habe dann immer wieder Positionen auch aufgelöst. Und das muss man natürlich mit Bedacht machen, das ist halt ganz klar. Also nicht einfach gnadenlos verbilligen, aber wenn man in meinem, wie man in meinem Fall eben sieht oder weiß, ja, mit
mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, da oben geht es nicht weiter, dann kann man das natürlich bis da hoch machen. Aber trotzdem, ne, muss man dann dazwischen ganz klar immer wieder Positionen auflösen. Sonst bringt das im Endeffekt nämlich nichts. Das ist ganz klar. Genau, also im DAO wollte ich halt auch mal noch ganz kurz was dazu sagen. Den lasse ich jetzt mal, wenn er keine Lust hat zu fallen. Da gehen wir halt hier jetzt erstmal mit einem kleinen Plus raus und dann schnappe ich mit den nachher. Schnapp dir das mal. Und wenn du beim DAO zum DAO überleitest, da haben wir natürlich auch einige Bekannte hier im Chat, auch die sonst so bei Facebook uns immer wieder mit uns in Kontakt treten. Du bist ja da auch mit einer Gruppe stark vertreten. Da kennst du bestimmt auch den Lutz. Von dem soll ich dich lieb grüßen, der hier nachfragt, wo denn dein Ziel im DAO-Trade ist. Also, dass du short bist, das haben wir jetzt alle mitbekommen. Aber wie weit möchtest du den Trade denn idealerweise ziehen? Ja, also idealerweise, und das ist so ein bisschen der Grund, also was man halt hier gesehen hat, diesen massiven Anstieg, ja, also wann war das? Am Montag, glaube ich, ne? Montag war das, ja. Genau. Wo es halt hier mal so aus dem Stand durch die Decke ging, ja, und beziehungsweise, ja, schon durch die Decke. Und das letzten Endes von der Bewegung ist für mich immer entscheidend, wie sieht die Bewegung aus? Gab es da Konsolidierungen zwischendurch oder nicht? Und wenn nicht, wie in dem Fall, dann ist das einfach nur ein Squeeze. Mehr ist das halt nicht. Und in der Regel ist es halt so, also Squeeze ist letzten Endes, also man redet eigentlich davon, wenn Short-Positionen aufgelöst werden. Das muss jetzt hier gar nicht mal unbedingt der Fall gewesen sein, also wahrscheinlich schon, was dann halt entsprechend den Future, es war nur der Future, das darf man halt nicht vergessen, nach oben geschleudert hat. Das sind keine Aktien gekauft worden. Das war zu einer Zeit, wo die Aktienmärkte noch nicht offen hatten. Und das ist halt immer mal so das eine. Das heißt, wenn hier als Beispiel irgendwie alle Short-Sicherungen aufgelöst wurden, ja, als diese Nachricht da kam halt hier von wegen BioNTech, und dann führt es halt eben dazu, wenn dann alle sagen, boah, alle erstmal raus aus den Short-Positionen, dann knallt das Ding halt durch die Decke. Aber wie gesagt, eben nur der Future und nicht jetzt etwa der Aktienmarkt. So, und das ist immer so ein bisschen entscheidend für mich mit bei der Betrachtung von der ganzen Geschichte, weil im Endeffekt muss man sich die Frage stellen, wer kauft denn hier gerade? Und im Ende, das sind halt nur die, die zu teuer gekauft haben. Das heißt, alle Aktienhändler waren da unten irgendwann mal und sind jetzt hier wieder? Glaube ich nicht dran. Und deswegen würde ich halt auch diesen Ausgangspunkt einfach gerne nochmal sehen. Das würde absolut Sinn machen, weil hier oben auch so wie das hier hoch, so hoch schlapp dahin läuft, ja, mit irgendwie wenig Volumen, sieht man ja auch an den Schwüngen, die wir in letzter Zeit haben. Deswegen ist meine Vermutung ganz klar, dass wir hier unten nochmal hinlaufen. Also nochmal auf den Bereich 28.600. Ich will jetzt mit dem Short aber nur ein Stück davor. Das heißt, hier knapp über den Ausbruch, das wäre so mein Ziel von den Short, für den Short. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber generell ist halt hier unten, das ist für mich einfach, also da kommen wir nicht dran vorbei. Das behaupte ich mal hier, ohne großartig Konjunktiv zu verwenden. Ich hatte auch gestern hier oben dieses Level halt auch, habe ich gesagt, 627, ab dort entweder geht er wirklich nochmal bis an die 29.800 und geht dann runter oder wir scheitern hier. Das ist diese gestrichelte Linie, die zeigt halt an, wo ich eigentlich damit hin will, mit den Dingen. Aber wie gesagt, das zu analysieren und nachher auch recht zu behalten, das ist immer so die eine Geschichte. Das zu handeln ist natürlich halt nochmal eine andere. Ne? Auch wenn ich jetzt hier, das ist nett, wenn man irgendwie mit einer großen Position dann halt short mit dabei ist. Ich bin aber auch viel zu spät da rein, muss halt auch sagen. Trotzdem muss man natürlich dann halt irgendwie auch Dinge wie Markttechnik, wo der Orkan ja ganz großer Fan davon ist. Genau, der Schrott, der nicht funktioniert, genau. Im Auge behalten, naja, es ist schon Markttechnik, auch ein bisschen, was ich hier mache. Und das heißt, das ist jetzt für mich halt so der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte zum Beispiel dieses Tief hier noch im Auge, da habe ich mir gedacht, okay, da kann der halt ruhig hinlaufen, das tut jetzt erstmal nicht weh. Das sieht dann nur ein bisschen in der PL erstmal ein bisschen blöd aus, wenn es dann halt 150 Punkte wieder in die falsche Richtung geht. Aber halt letzten Endes kann er das halt machen. Ne? Und er sollte halt natürlich nicht da oben überhaupt nochmal hinlaufen, sondern schon gucken, dass wir so eine Wellenbewegung halt beibehalten und uns dann halt wirklich darunter hangeln. Und da wäre halt hier jetzt das mal die nächste Station, dieses nächste Tief entsprechend. Und wie gesagt, wenn es da durchgeht, dann schaffen wir das vielleicht bis heute Abend oder morgen da unten die 28.800 etwa. Ja. Da haben wir ja Glück, dass wir das noch nachvollziehen können, weil die World of Trading ja heute und morgen läuft. Genau. Da würde ich dann gerne nochmal fragen. Also halte allein für die Veranstaltung die Position einfach mal durch, bitte. Ja,
Der Stop ist gesetzt. Also ich meine, passieren kann halt nichts mehr. Ne? Von daher. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das kann, du kannst höchstens noch einen auf den Hinterkopf bekommen, wenn es schief geht. Das wollte der Orkan, glaube ich, andeuten mit der Handbewegung und dem Buch. Oder sollte das einfach nur ein Hinweis zu seinem neuen Bestseller sein? Vielleicht können wir ja noch mal kurz darüber blenden, lieber Orkan. Ach so, also für die ganzen Leute, die es interessiert natürlich, was ich so mache. Ich mache daraus natürlich auch kein Geheimnis. Ich meine, nochmal, Börse ist keine Raketenwissenschaft. Ihr solltet nach dem KISS-Prinzip arbeiten. Aber vorhin hast du gesagt, Rakete ist ein Fachbegriff. Bitte? Vorhin hast du gesagt, Rakete ist ein Fachbegriff. Jetzt sagst du, Börse ist Raketenwissenschaft. Es geht um Raketenwissenschaft. Ja. Aber was ich halt meine, es ist keine Raketenwissenschaft, das meine ich halt. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich alles, man muss es sich einbehalten. Aber was ich sagen möchte, eine Rakete, es war eher der Markt gerade. Ich habe ja gesagt, da unten möchte ich long gehen. Ich mache erstmal den Schirm wieder an. Aber kurz komme ich zum Buch. Ich habe Ende 2019, November 2019, also pünktlich zur World of Trading, ist mein Buch erschienen, das große Buch des Tradens. Ja, und damit haben wir, glaube ich, alle Rekorde geschlagen. Wir waren sogar in den Top 100 der Amazon-Gesamtcharts. Da muss es erstmal ein Trading-Buch reinschaffen. Diese Weltuntergangsbücher, das System kriegt, was weiß ich, morgen seid ihr alle pleite. Die sind natürlich höher, das funktioniert halt. Und Trading ist ja eigentlich eine Nische. Eigentlich ist der Carlos, der Dirk, der Sven und ich und Andreas, wir arbeiten eigentlich in einem Nischenjob, wenn man das so sieht, ja. Also wenn du natürlich ein Kochbuch schreibst, das gut ist, reichst du mehr Leute mit als über das Trading. Trotzdem war man drinne gewesen und dieses Buch, wie gesagt, gibt es schon seit Februar in der sogar neuesten Auflage wieder überarbeitet mit noch mehr Infos, über 300 Seiten. Das Buch haben wir, wie gesagt, rausgebracht und ist mittlerweile, wie gesagt, beim FBV mit auf Platz 1 der meistverkauften Bücher. Und da steht. Orkan, da sitze ich jeden Tag vor dem Bücherregal hier und du hast mir noch kein handsigniertes Exemplar geschickt. Da fällt mir nur Folgendes ein. Ich habe eins. Aber ich finde nicht meinen Namen leider. Sven hat aber auch eins. Ja. Mist. Ja, aber ich schicke dir eins noch. Schick mir deine. Ja, ich würde haben, warum du keins hast, Andreas. Ja, ich stelle mir die Frage jeden Abend vor dem Einschlafen. Okay. Vielleicht kann ich auch mal ein Buch schreiben. Ah, keine Zeit, Sven, keine Zeit. Okay, Nummer 7. Ich mache mal ganz kurz hier an. So. Dann müsste man das erkennen. Hier oben 2006 Euro vorne. Jetzt mache ich wieder Bildschirm wechseln. Und was habe ich denn gemacht? Also mein Ziel ist ja schon für heute erreicht. Ich kann jetzt in den Feierabend gehen. Wir haben gerade mal 10 Uhr. Jetzt sagt er, lädt er gerade. Ich hoffe, da kommt jetzt was. Da kommt was. Wunderbar. Ja, während dem Carlos seine Box explodiert ist, also der Markt fiel und geschortet hat und dann der Dirk auch ein bisschen was zum Markt erzählt hat, habe ich ja vorhin noch gesagt, Leute, wenn der Markt hier runterkommt, wer sich erinnern kann, in dieser Zone, vorsichtig, kann eine Gegenbewegung kommen, wer sich erinnern kann. Ja, und genau das ist natürlich aufgetreten. Das habe ich mir zum Nutzen gemacht. Also ich bin zum hier in den Bereich des Previous Days Lows erstmal flat gegangen. Den Rest brauchte ich nicht und habe in einer kleinen Zeiteinheit nachgeguckt, wie sieht es denn dort aus. Wenn der Markt natürlich diesen Schlenker macht, hier hoch geht, ja, hier, das ist ja die Psyche, Andreas, hier geht keiner mehr in den Markt rein. Hier geht keiner mehr in den Markt rein. Und wenn er genau hier ist, möchte er auch dahin kommen. Und die Sequenz habe ich nochmal kurz getradet, aber gesagt, wenn der da runterkommt und hochgeht, also da kann er nochmal drehen, das hat er gemacht und das habe ich ja ausgenutzt, habe das jetzt mitgenommen, bin jetzt genau 2006 Euro, genannte 25 Cent, zu den 50 Cent habe ich nicht geschafft vorne. Ja, und das haben wir halt gemacht und so sieht es aktuell im Markt aus. Und ja, noch etwas kurz zu den Giano Lines, die werde ich später im Vortrag, meiner ist um 11.30 Uhr bis 12 Uhr hier auf der Bühne mal zeigen. Wir werden über den V-Poker und den Stereo-Trader natürlich ein bisschen sprechen, aber die Giano Lines, das ist also eine Sache von mir, die haben mir schon mal beim M15 angezeigt, dass hier oben erstmal Schluss ist. Das heißt, das hier ist, das werde ich dann mal in Ruhe erklären nachher, das geht hier runter, papp, 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 und deswegen auch hier eben die Short-Zone, von der ich gesprochen habe. Ja, er geht nämlich gerne von solchen Doppellinien wieder zu einer letzten Linie zurück. Und da siehst du genau, das Ding ist ja angekommen, hat sich nach unten verabschiedet und dementsprechend konnte man da auch einen guten Short laden. Ja, und ich denke mal, und das weiß auch der Sven ist, glaube ich, schon fast 20 Jahre auch dabei, wie auch der Dirk und Carlos natürlich noch länger dabei ist. Ja gut, hat ein bisschen Vorsprung. Bis 11 Uhr solltest du eigentlich deine Sachen eingetütet haben. Warum? Ihr werdet es gleich sehen, dass ab 11 Uhr
der Markt seitwärts laufen wird in einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil meistens die Wohler nach den ersten beiden Stunden und das Volumen raus ist. Die Händler verabschieden sich dann erstmal und dann kommen viele und versuchen irgendwas zu drücken. Also wenn der DAX handelt zwischen 9 und 11, dann erstmal Pause und dann den Dow Jones immer erst ab 15.30 Uhr bis 18 Uhr, 17.30 Uhr und da braucht ihr nichts mehr machen. Für die Berufstätigen empfehle ich den Dow Jones ab 19, 19.30 sich bis zum Schluss anzugucken oder ab 20 Uhr, also diese Zeit zwischen 17.30 und fast 20 Uhr, lieber Andreas, da ist ja mal ein bisschen weniger los, ja. Außer natürlich Trump twittert irgendwas und deswegen möchte ich ja eigentlich, dass der, wollte ich, dass er Präsident ist, weil der hat uns immer beim Trading unterstützt mit seinen Twittern. Ja, das wird natürlich bei beiden nicht so sein, aber noch ist natürlich nichts wirklich Handfestes. Es müssen ja die ganzen Wahlmänner und so weiter und vor Gericht muss es ja bestätigt werden. Also noch wissen wir nicht, was Sache ist. Wenn jetzt doch der Trump aufholen sollte und die stellen beim Neuzählen in Pennsylvania fest, dass er jetzt auf einmal doch ein bisschen mehr Stimmen hat oder sonst was, dann müsst ihr aufpassen, dann kann der Markt mal ganz schnell nochmal ein paar hundert Punkte runterlaufen. Da sind wir auf alle Fälle gespannt, was da... Will ich ganz kurz mal einhaken, was der Orkan sagt. Oh, jetzt wird es politisch. Der Sven ist dran. Um Gottes Willen. Klick mal meinen Bildschirm rein. Sven, bevor du hier jetzt deinen Bildschirm aktivierst, das dauert ja bei dir ein bisschen länger, kannst du ja nochmal sagen, wie war denn gestern 11.11. Karnevalshochburg bei euch? War was los? Hast du dich zurückgehalten? Oder ist das gerade die Verkleidung, wie du anhast? Genau, nee, das ist nicht die Verkleidung. Du, wir haben gestern richtig die Sau rausgelassen. War alles voll in Köln, in Düsseldorf. Also war richtig Riesenparty. ja, crazy times. Ja. Nochmal ganz kurz, was der Orkan sagt. Also für mich als diskretionärer Händler war das jetzt heute Morgen noch nicht sehr erfolgreich. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kannst du dir natürlich den Kopf verrückt machen. Du kannst sagen, was für ein Misttag. Ich habe die Size bewusst mal klein gehalten heute Morgen. Hab den ersten Trade leider nicht geclosed da oben. Das wäre eigentlich schon ganz okay gewesen mit der entsprechenden Size. Du hast den ganzen Tag Zeit. Du hast überhaupt gar keinen Stress. Ich kenne so viele Händler, die sagen dann, ja, um 10, 11 Uhr, ich habe 500, ich habe 1000, ich habe 1500, 2000. Alles total geil. Aber was ist denn, wenn du, was weiß ich, 500 hinten bist oder 1000? Du sollst dann nach Hause gehen. Nee, das Ding hat bis um 22 Uhr auf. Und wie oft habe ich einen Tag noch zwischen 21 und 22 Uhr gedreht? Das hat so ein bisschen was mit der Psyche zu tun. Ganz viele Händler schon gesehen, die um 10, 11 Uhr, die konntest du nach Hause schicken, weil deinem Kopf einfach gar nichts mehr passiert ist. Und ich sag mal, ich habe ja extra die P&L hier unten eingeblendet. Ich bin jetzt 180 hinten. Ist für mich aber gar kein Problem. Ich sehe jetzt hier momentan auch nichts, was man machen könnte. Im Prinzip ist es ein Seitwärtsgeplänkel. Dementsprechend heißt es einfach abwarten. Ich sag mal, heute Nachmittag ist auch noch ganz, ganz viel Zeit und ich sag mal, du hast ja immer die Möglichkeit, ein Re-Entry im Markt zu machen. Ja, also wenn du aufmerksam davor sitzt bis auf die Mittagszeit oder sowas, es gibt ja mehrere Haupthandelszeiten am Tag, wie der Orkan schon richtig sagte, und die Kiste hat bis um 22 Uhr auf. Deswegen ist mir das eigentlich nicht egal, aber ich mache mir jetzt hier nicht die Birne verrückt und sage mir, oh, was für ein Scheißtag. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Size schön klein gehalten. 180 Euro minus ist mit einem Trade mal ganz schnell aufgeholt oder du kannst den Tag drehen. Wenn du ein gutes Setup hast, das haben wir im Moment nicht. Dementsprechend, wie gesagt, heißt es warten. Nochmal ganz kurz, was Orkan vorhin sagte bezüglich der Kontogröße. Ich habe das ja, glaube ich, mal auf der InvestOrkan, wenn du dich daran erinnerst, mal erwähnt, was passieren kann, wenn deine Konten entsprechend groß werden. Ist mir auch passiert, ehrlicherweise. Wächst natürlich deine Size automatisch. Du wirst mit einem 100.000-Euro-Konto mit Sicherheit anders handeln wie mit einem 500.000-Euro-Konto. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es kann dir passieren, dass du deinen Pfad der Tugend, so nenne ich das immer, dass du den verlässt. Und sagen wir mal, wenn du ein 100.000-Euro-Konto hast, sagst du, du hast ein Loss-Limit am Tag von, sagen wir mal, nur einen Betrag zu nennen, von 1.000. Dann sagst du dir irgendwann bei 200, 300, sagst du, okay, 5. Und dann sagst du vielleicht irgendwann bei einer halben Million, sagst du, ist mir egal. Und das ist nämlich dann dein Genickbrecher. Das heißt, was ich eigentlich damit sagen will, es ist egal, wie groß deine Kontogröße ist, in dem Moment, wo du im Prinzip dein Risikomanagement verlässt, auch gerade was deinen Tagesverlust angeht. Ich rechne das ja nicht in Prozenten aus, sondern wir werden nach richtigen Zahlen bezahlt und nicht nach irgendwelchen Prozenten. Das verstehe ich sowieso immer nicht.
dementsprechend habe ich das immer so gehalten. Ich habe es auch nicht anders gelernt. Auch die Händler in den USA kennen eigentlich im Prinzip nichts anderes. Es gibt eine feste Summe, an der hörst du auf und das lässt dir immer die Tür offen, am nächsten Tag wieder am Marktgeschehen teilnehmen zu können. Tust du das nicht, wirst du nach relativ kurzer Zeit merken, dass dein Konto, was eben noch so schön ausgesehen hat und prall gefüllt war, plötzlich aussah wie ein leergefegter Sandkasten, weil da einmal der Orkan durchgerauscht ist. Also nicht der Orkan, aber... Wollte schon sagen. Und das ist im Prinzip eine kleine Falle, die du auf dem Weg nach oben haben kannst. Ich sag mal, gerade hier auf dem MX Pro, wenn das alles so schön blinkt und auch mit dem Doppelklick du ganz schnell im Markt bist, verleitet das natürlich immer dazu, irgendwelche Dummheiten zu machen. Und für mich war das jetzt zum Beispiel heute Morgen eher so ein Warnschuss, ein bisschen aufzupassen, vielleicht erstmal so ein bisschen zuzugucken, schauen, wie sich der Markt einpendelt, warten, dass wir vielleicht wieder an eine relevante Marke kommen, wie heute Morgen, um also zum Beispiel einen kleinen Fehler zu erklären. Der Entry mit 45 zum Beispiel war ganz gut. Dann habe ich mir gesagt, okay, das Gap Closing reicht vielleicht nicht, kaufst du die 50 nochmal mit. Hat nicht funktioniert, nur dann ist es deine Aufgabe als Händler, die Position so zu managen, dass er halt nicht so viel Schaden anrichtet. Ja? Und dementsprechend hast du die Position halt wieder rausgetradet, musst halt den kleinen Verlust nehmen. Das ist halt der Vorteil, wenn du mit so einer Plattform arbeitest, dass du auch relativ schnell in Millisekunden rein und raus kannst. Und das lässt dir jetzt für den Tag die Chance offen, den Verlust, der nicht groß ist, aufzuholen und den Tag halt einfach noch zu drehen. Das sollte man sich, wie gesagt, immer im Hinterköpfchen behalten, dass der Tag vielleicht nicht um 9.15 Uhr zu Ende ist, um 10, um 11, sondern manchmal vielleicht erst um 21.45 Uhr. Das vergessen ganz viele. Für viele nicht möglich, die vielleicht nicht hauptberuflich traden, weil sie vielleicht auch Familie haben. Okay, Familie habe ich auch, aber wo dann vielleicht die Schwerpunkte auch so ein bisschen anders gelagert sind. Aber ich sage mal, für einen hauptberuflichen Händler, wie gesagt, ist der Markt relativ lange auf, ja. Das bringt mich zu derselben Frage, die ich Orkan schon gestellt habe, wenn du hier am Future-Markt aktiv bist. Was für eine Kontogröße unterstellst du denn dann quasi? Weil du sagtest ja, prozentual ist es immer schwierig, das Ganze zu vergleichen. Und am Ende zählt ja das, was auf dem Kontoauszug steht. Da gebe ich dir völlig recht, der absolute Betrag. Aber mit wie viel muss man denn idealerweise an den Start gehen? Ja gut, da gehen bei mir die Summen so ein bisschen auseinander. Ich höre da ja immer so ganz abenteuerliche Zahlen, mit der man an der Eurex irgendwie starten kann. Also ich sag mal, ich finde 25 schon knapp. 50 geht gerade so. Meines Erachtens unter 100 sollte man das gar nicht machen. Ja, also wenn du das wirklich vernünftig machen möchtest, also dann schwenkt man vielleicht doch lieber um auf den CFD-Handel, um das, wie wir vorhin gesagt haben, besser reinskalieren kann. Aber das macht aus meiner Erfahrung her keinen Sinn. Und du wirst auch in London keinen Clearer oder Broker finden, der dein Konto mit unter 100.000 Euro aufmacht. Sowas gibt es nicht. Wer sowas erzählt, habe ich noch nie gehört. Ja, okay, das ist aber allgemein formuliert. Jetzt nochmal speziell auf dich zu sprechen. Wie groß ist dieses Handelskonto? Bitte? Nochmal speziell auf dich zu sprechen zu kommen, das war jetzt eine allgemeine Antwort. Der Orkan hat ja gesagt, er geht hier mit 100.000 Euro an den Start für das Konto. Wie sieht es bei dir aus? Naja, hast du ja die Zahl schon. Gut, ja. Kurze, prägnante Antwort. Kann ja irgendwas sein, ja. Nein, aber das ist so eine allgemeine Empfehlung, ja. Also, wie gesagt, also mit 25 wird es schon schwierig, weil du musst ja mal ausrechnen, wenn du, das Thema hat man eben auch, wenn du davon leben musst und sagen wir mal deine Fixkosten. Nehmen wir mal an, du hast Familie oder sowas, ja, ein Kind, zwei Kind oder sowas, dann kommst du mit 3.000 Euro netto im Monat, kommst du nicht hin. Und dann kannst du dir schon mal ausrechnen, das ist in Excel relativ leicht gemacht, was du am Tag eigentlich erwirtschaften musst, dass du nach Steuern auf diese Summe kommst. Und das dann mit 25.000 Euro bewerkstelligen zu wollen, finde ich schon eine spannende Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist nur meine Sicht der Dinge. Ja, also das ist vollkommen wertfrei. Wenn das andere anders sehen, ist auch okay. Klar. Dazu würde ich gerne den Dirk nochmal fragen, denn er hat auch eine sehr große Position quasi vor sich hergeschoben oder hat sie noch inne. Und er kennt sich natürlich mit den verschiedenen Tradern über die ganzen Gespräche auch aus und coacht auch selbst und so weiter und so fort. Da hast du doch garantiert auch so einen schönen Querschnitt und eine Empfehlung aus deiner Sicht, mit welcher Kontogröße und dann auch Kontraktgröße man hier starten könnte.
Also ich gebe den Vorrednern da eigentlich grundsätzlich recht. Ne? Also ich kann für mich halt auch, würde ich halt behaupten, so je kleiner das Risiko ist, umso höher ist halt auch die Chance, dass man damit halt überlebt. Und was halt auch, glaube ich, echt so ein Punkt ist, hat der Orkan vorhin auch schon gemeint, halt hier von wegen Überhebelung, ne? Das geht halt schon ganz schnell. Also bei mir ist halt so, dieses Konto ist in der Tat für diese Positionsgröße eigentlich zu klein. Aber ich habe mir halt die Mühe gemacht und habe mich da halt reingescalpt in diese Nummer. Das heißt, ich habe halt wirklich versucht, da halt im 1-Minuten-Chart einen Entry zu finden, der dann halt eben auch entsprechend im Timing losgelaufen ist und die Nummer dann halt so aufzubauen. So, und das heißt dann halt, die war auch recht schnell dann eben abgesichert. Ich habe die Chance halt, wie gesagt, gestern Abend noch gesehen und gedacht, das könnte funktionieren. Die war halt sehr schnell dann entsprechend im Plus. Ja, und deswegen, und da ist halt, sagen wir es mal so, der Punkt halt oder die Kriterien alle erfüllt waren. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse die jetzt mal drin. Eigentlich mache ich es nicht gerne, eigentlich hasse ich es, so lange Strecken zu machen, vor allen Dingen halt mit großen Positionsgrößen. Und jedes Mal ärgere ich mich, weil es wirklich so oft schon der Fall war, dass dann halt eben nachher, dann sitzt man da halt irgendwie, glotzt man da stundenlang drauf und bittelt und bettelt und ärgert sich nachher, dass es nicht aufgegangen ist. Also von daher, und wie gesagt, bei dem Konto hier, wir reden hier über 30.000 Euro. Und wie gesagt, jetzt bei 50 Euro pro Punkt die ganze Nummer. Und aber solange, ich sag mal so, solange halt, wie gesagt, das Ding in die Richtung läuft und solange ich meinen Stop hinterherziehen kann, alles fein, kann man so eine Nummer mal machen. Da würde ich aber bei so einem Konto normalerweise auch eher sagen, da ist halt bei 10 bis 15 Euro pro Punkt, also 3 Future-Kontrakte umgerechnet, also Dollar, dann wären es in dem Fall, ist da halt eigentlich so das Ende des guten Geschmacks auch schon erreicht. Mehr sollte man da, glaube ich, nicht unbedingt machen. Weil das ist halt, hat der Sven, glaube ich, halt auch gesagt, so irgendwann setzt so der Hebelfaktor ein, ja. Und das heißt, man wird dann irgendwie unruhig, wird nervös und vor allen Dingen, wenn man dann natürlich so eine Nummer kriegt, wie wir es am Montag hatten, wo es dann aus dem Stand mal eben 1300 Punkte durch die Decke geht. Wenn man da natürlich als Beispiel dann auch keinen Stop hat, ja, oder sich seiner Sache zu sicher ist, ist man halt auch entsprechend, ich glaube, 12 Minuten hat der Anstieg gedauert, ne? Dann ist man eben in 12 Minuten komplett pleite. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Frage in der Runde: Wer hat diesen Anstieg mitgemacht? Ganz ehrlich, ich habe diesen ganzen Anstieg zugeguckt. Ich habe nicht einen Trade gemacht. Also ich bin ja gerne für wilde Sachen, ja, aber die Nummer, da halte ich mich komplett raus. Ich habe mal ganz schlimme Geschichten gehört von Leuten, die da reingefixt haben. Das gucke ich mir dann lieber an. Ja, also danke, Sven, dass du hier mein Skript vorliest. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Also ich war richtig in der falschen Richtung dabei. Das heißt, ich war short in der gleichen Größenordnung wie hier gerade und hatte aber gerade ein Stück aufgelöst und mein Stop war relativ eng. Das heißt, trotzdem, die Nummer hat mich 3.000 Euro gekostet innerhalb von Sekunden. Aber ne, da habe ich auch nur gedacht, what the fuck, ne? Also war halt ein fahrender D-Zug, ne? Ja, unglaublich. Also darf man sich, wenn gegenstellen, dann vielleicht an psychologischen Markenbörse ist viel Psychologie, wenn man das mal so sagen darf. Und ich hatte da im Umfeld zwei Kontakte, die hier ein Limit im Dow Jones drin hatten, ein Short-Limit bei 30.000 Punkten im Dow Jones. Und der wurde ja quasi per Indikation oder im Future erreicht, im regulären Handel nicht. Also da war der Dow Jones an der Wall Street bei 29.933 im Hoch. Ich habe aber nicht das Update bekommen, wie lange die Position gehalten wurde. Aber sie haben es einfach mal probiert, weil eben genau an solchen psychologischen Marken öfters Bewegung geschieht und weil auch dort die Märkte abbremsen. Also letzten Endes haben wir das ja auch am Dienstag gesehen. Das Tagestief im DAX war bei 13.018 Punkten. Also da haben wir die 13.000 dann nicht wieder unterschritten im regulären Xetra-Handel. Und deswegen ist das für viele auch so ein Stück weit eine Strategie, da einfach an solchen runden Marken mal reinzugreifen oder gegenzuhalten oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber auch da natürlich der Hinweis, immer mit Stops zu arbeiten. Ja, Andreas, es gab natürlich auch Leute, die für einen kurzfristigen Trade long positioniert waren und vielleicht mal kurz einen Kaffee holen waren. Boah, ich habe hier gerade 500-600 Punkte gemacht und ich habe dann gefragt, du hast mir doch gerade erzählt, du wolltest da irgendwie nur 20 machen oder sowas. Ja. Mhm. Solche gab es dann auch. Ja, das sind dann so die Trades, wo du eigentlich gar nichts für kanntest, weil das war überhaupt nicht das, was du wolltest.
Der Lucky Punch, wie man so schön Lucky sagt, Punch, oder? Ganz genau. Darf ich kurz mal eine Frage stellen an die Kollegen hier im Live-Trading? Wir reden schon den ganzen Vormittag über Strategien und Gewinne. Wie sieht es bei euch aus? Das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch interessant. Was für ein maximales Risiko geht hier ein für eure Trades? Ist das unterschiedlich oder habt ihr gesagt, ja, im Monat ist das der maximale Drawdown? Wie geht ihr damit um? Das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch für die Community da draußen interessant, was für maximales Risiko man als Trader eingeht. Ich dazu kurz vielleicht mal was sagen darf. Gerne. Viele, wie das jetzt zum Beispiel der Orkan macht, ich habe das früher auch gemacht, da hatte ich ein Tagesziel. Das lag aber eher daran, weil wir das Konto vergrößern wollten. Ja, und an diesem Tagesziel, das waren zum Beispiel am Anfang 1.000 Euro, haben wir Schluss gemacht. Das haben wir ein Jahr durchgezogen. Dann war das okay. Es war aber nachher so, warum soll ich bei 1.000, 2.000 Euro aufhören, wenn ich auch 5.000 Euro haben kann? Ich kann mich ja nach unten absichern und sage, okay, wenn ich jetzt zwei Mittel vorne bin, riskiere ich noch 500. Aber diese 500 Verlust erreiche ich gar nicht, sondern der Tagesgewinn steigt halt sukzessive immer weiter an. Warum soll ich mir eine Messlatte, also irgendwie eine Decke auf den Schädel legen, habe ich nie gemacht. Also es gab für mich nach oben kein Limit, nie. Ja, also nach unten, also im Prinzip sagt man immer, jeder Händler auch in Chicago sagt, wenn das Risiko nach unten abgesichert ist, dann kann es nur nach oben gehen. Wie weit, das bestimmst du selbst. Das ist ja derselbe Spruch wie der Markt hat immer recht am Ende und der Markt sagt, wie weit es laufen kann und nicht der Trader. Man hat natürlich ein Stück weit Gewinnziele und das ist auch das, was der Orkan ja hier immer wieder zeigt im Live-Trading, dass er dann ein Stück weit die Position abbauen kann und den Rest einfach auch noch Spiel und Raum gibt. Und da kann durchaus noch was Größeres entstehen, als man ursprünglich vielleicht geplant hat. Vom Trading her. Da gebe ich dir doch recht, Orkan, oder? Ja, die Sache ist ja folgendermaßen, was das Sven gesagt hat. Früher war das vielleicht schon im Ziel. Es geht eher darum, ich habe mir aufs Jahr ausgerechnet, was verdiene ich ungefähr im Schnitt am Tag. Das heißt, ich nehme jetzt Jahresgewinn, teile den durch die 260 oder wie viele Handelstage oder wie viel das ungefähr ist, ja, und habe dann so eine Schnittkalkulation, dass ich ungefähr weiß, wie viel kommt am Tag ungefähr rum. Der hat natürlich recht. Es gibt dieses Jahr liege ich da weitaus drüber im Schnitt. Also liege ich, glaube ich, fast über das Doppelte. Aber es geht einfach darum, dass ich zum Beispiel den Markt beobachte und einfach Chancen erkenne, um auch dem Carlos die Frage zu beantworten. Wenn natürlich jetzt die Wohle den ganzen Tag so weitergeht und ich saubere Signale habe, dann bleibe ich dran. Wenn ich aber jetzt dreimal hintereinander ausgestoppt werde, dann ist das für mich ein Zeichen, hier hast du aufzuhören. Sonst von den Kontogrößen her oder dies oder das, das ist je nach Marktlage, was für ein Risiko ich fahre. Ich mache auch Swing Trading zum Beispiel, da gehe ich schon mindestens mit 1% Risiko rein. Das ist natürlich auch eine höhere Laufzeit mit einem Mindest-CRV von 2. Im Daytrading empfehle ich nicht höher als 0,5% zu gehen. Um das nochmal zu erklären, also wie gesagt, mit dem Tagesgewinn, es gibt natürlich auch Tage, da kriegst du auf den Deckel. Wenn ich dreimal hintereinander ausgestoppt bin, ist für mich, also hintereinander, Stopp, weil die Emotionen dann sagen, jetzt holst du dir ein Stück zurück und dann machst du nur noch Mist. Ja? Nochmal ganz kurz, wenn ich meinen Schirm nochmal schalten kann. Bildschirm, ich muss erstmal den richtigen Schirm finden, das ist der. Will ich nochmal kurz machen, weil ich eben ja die Faust so erhoben habe. Da kam natürlich direkt noch was auf Kasse, also ich habe auch mein Tagesziel schon überholt. Ich habe ja gesagt, dieser Bereich dreht. Er hat ja gedreht und jetzt sieht er folgendes. Durch das VPOC-Modul, ja, was man hier erkennen kann. Hier ist der Point of Control, das heißt, hier ist der höchste Umsatz im FDAX heute gewesen. Dann habe ich hier den VWAP, ja, und solche Rückläufe, Andreas und liebe Teilnehmer, sind für mich Garanten, um dort wieder trendtechnisch derzeit nach unten Short zu gehen. Dann bin ich hier Short reingelaufen, bin hier nach 10 Punkten Gewinn ausgestiegen. Das war genau richtig, genau um 11 wird abgerechnet. Und dann ist das Ganze, schießt jetzt weiter nach oben weg. Und genau das habe ich jetzt ausgenutzt, hier einen Short zu starten, wo ich sagte eben, wo ich war long und gesagt habe, könnte aber noch bis hier zurücklaufen. Und genau der Point of Control und der VWAP Vortrag zum 11.30, den habe ich ausgenutzt, um hier nochmal ein paar Punkte auf Tasche zu machen. Das stimmt natürlich und welche Frage hier im Chat natürlich auch übergeordnet, auch auf die möchten wir noch kurz eingehen, immer wieder aufpoppt, ist natürlich die ganze Steuergesetzgebung. Da gab es ja ein Damoklesschwert, was quasi über uns hing, eine dunkle Wolke, dass Ende 2020 hier quasi der CFD-Handel für private Trader gar nicht mehr möglich sein wird. Eine Gesetzgebung stand im Raum, doch diese wurde jetzt ein Stück weit nach hinten geschoben, ist richtig, oder?
Ja, also die Sache ist so, das wurde halt nach hinten geschoben, weil die gar nicht die Vorlage gegeben haben der Bank, wie sollen sie es machen. Dann haben sich von den 16 Bundesländern 10, glaube ich, dagegen entschieden, gegen das Gesetz, weil viele das als verfassungswidrig erkannt haben. Das wurde dann auch von denen verabschiedet. Und jetzt muss es halt in dem Bundestag, glaube ich, jetzt noch mal gelöscht werden, das Gesetz. Und das könnte natürlich wieder ersten 4 Wochen passieren, kurz vor Weihnachten oder sonst was. Also noch ist da wirklich gar nichts fest. Und ich sage mal, Leute, warum macht ihr euch immer solche Gedanken, wenn die mit den 10.000 Euro da ankommen? Wer von euch verliert denn im Jahr 10.000 Euro? Fangen wir erstmal da an. Wer natürlich in dieser Größenordnung arbeitet, ist was anderes. Aber die meisten haben doch noch einen Verlusttopf, wenn sie bei einem deutschen Broker sind. Den könnt ihr auch erstmal aufbrauchen. Anstatt sich über die Steuern Gedanken zu machen, ich weiß, mit der Gegenrechnung, macht doch erstmal Gewinn. Ja? Macht doch erstmal Gewinn. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, die Masse da draußen, es sind nicht die, die mit 10.000 Euro Miese im Jahr unterwegs sind. Ja? Das nur mal kurz dazu. Und ansonsten gibt es bei FXBets Forex Spots, die fallen gar nicht unter das Gesetz. Da kannst du weiterhin ganz vor traden, weil es der Interbankenmarkt ist. Und die fallen nicht unter das CFD-Gesetz, weil es keine synthetischen CFDs zum Beispiel sind. Es gibt für alles Mittel und Wege. Aber ich habe immer gesagt, schon Anfang des Jahres, bleib doch mal ruhig. Die meisten gingen dann raus mit Videos, Trading in Deutschland ist vorbei. Trag dir deine E-Mail ein und wir helfen dir, da rauszukommen. Dann haben sie vielen immer erzählt, von wegen Gründe irgendeine GmbH. Das ist eine Umgehung einer Steuer. Das ist eine Steuerberatung. Das ist auch verboten, ja, zur Verleitung solche Sachen zu machen. Wartet einfach mal ab. Das Gesetz ist gesetzeswidrig. Es entspricht nicht dem Netto-Leistungsprinzip. Und ich würde einfach mal locker bleiben und gucken, was da jetzt bei der ganzen Sache rauskommt. Wie gesagt, von 16 Bundesländern haben sich 10 gegen das Gesetz entschieden. Das ist als gesetzwidrig erklärt. Die haben es auch verabschiedet. Also erstmal Vorabstimmung, Abstimmung, okay. Und jetzt müssen wir abwarten, was die da draus machen. Abwarten muss man auch im DAX. Jetzt gerade sind wir an dem Verlaufshoch von vorhin. Da dürfte es spannend werden. Dirk, du hast schon die Augen weit geöffnet, muss ich hier sehen. Ist das eine spannende Ecke jetzt für dich, um in den Markt nochmal short einzusteigen beim DAX? Oder wartest du, was diese Stehung gibt? Bei mir ist ja ohnehin, also ich skaliere mich halt da die ganze Zeit irgendwie auch fleißig. Moment, muss hier nochmal umschalten. Du willst mein Bildschirm bestimmt haben, ne? Naja, den alten Monochrom-Bildschirm will ich jetzt nicht hier stehen haben in meiner Hütte, aber schalt ihn doch mal frei für die Zuschauer. Ja, ich versuch's gerade. Ich muss hier immer ein bisschen viel klicken mit dieser Software. Siehst du, jetzt haben wir schon wieder das Problem. Die kickt mir permanent hier alles raus. Das komische Ding. Webcam so. Wegnehmen, Monitor zuschalten. So. Bitte was? Webcam weg und Monitor zuschalten. Ja, nee, weil er hat hier immer meinen Fullscreen irgendwie beendet. Also diese Software, die Webinar-Software, sobald ich halt hier irgendwie aktiviere, dass er überhaupt den Bildschirm übertragen soll. Das ja, beschäftigt mich hier teilweise etwas. Also was man halt hier sieht, was heißt spannend, ne? Also eigentlich nicht, ne? Ich sehe da jetzt irgendwie keinen Grund, warum das jetzt da oben drüber laufen sollte. Es ist erstmal wieder ein Ausreizen von Maximum an der Stelle. Und weil ich bleibe halt eben bei dem, also es gilt für den DAX natürlich genauso wie für den Dow, wobei der DAX übertreibt es gerade so ein bisschen, wenn man hier im Dow mal anguckt, also auch hier die letzte Stunde, ne, da ist das Hoch von der letzten Stunde da oben an der Stelle und die beiden laufen natürlich ja schon in der Korrelation und da ist halt schon ein Unterschied drin hier von 40 Punkten und der DAX läuft einfach nochmal komplett bis da oben hin. Ne? Also er ist so ein bisschen anstrengender hier, finde ich, als der Dow. Da die aber halt hier auseinanderliegen und wir eigentlich eine Korrelation haben, gehe ich eigentlich jetzt mal nicht großartig davon aus, dass der hier weit drüber läuft. Und wenn, dann, ja, hier 20 Punkte, wo die letzten Hochs dann halt eben waren hier von über Nacht, dann sollte es das eigentlich aber dann auch schon wieder gewesen sein. Also, dass wir jetzt hier so irgendwie einen kompletten Ausbruch nach oben kriegen. Ich meine, möglich ist alles. Ich halte es halt nur irgendwie im DAX eigentlich für wahrscheinlicher, dass der hier nochmal eine Runde nach oben squeezt und dann doch wieder runterkommt. Das wäre jetzt kompletter Ausbruch. Also man hat ja auch noch die Kurslücke zu gestern, das sogenannte Gap. Das kann man beim Stereo Trader ja auch ganz gut in den Handelszeiten einstellen. Vielleicht kannst du uns das ja nochmal vor Augen halten. So, das heißt hier oben, ne, das Kassa Gap. Genau. Ich habe es jetzt hier gerade nur auf Knopfdruck eingeschaltet. Da oben ist das Kassa Gap. Ja, das soll er mal schön auflassen. Ne? Also das ist ja übrigens auch so ein Punkt, wo ich halt immer sage, irgendwie Gap Close und dann runter funktioniert überhaupt nicht. Also wenn jetzt hier ein Gap Close käme,
ja, das ich würde da oben nicht mehr shorten. Ne? Da würde ich, glaube ich, eher die Füße hochlegen und dann Popcorn holen und dann halt mal gucken, wer da oben gegrillt wird, bis wohin. Und dann nochmal überlegen, was dann als nächstes passiert. Aber generell, weil halt eben Gap Close ist nicht short. Und also wenn wir jetzt von unten kämen und von oben genauso, das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass es dann halt abprallt und dann erst runter geht. Also wenn man hier halt auch mal guckt im DAX, dieses Gebilde, meine Güte, was hat er da oben rumgemacht, ja, und zum Schluss dann doch entschieden, wir kommen da nicht weiter. Und warum soll er jetzt nochmal dahin laufen? Das ergibt irgendwie, also das ist jetzt mal das eine, was keinen Sinn ergibt, aber würde er es trotzdem tun und das hier alles nur Phishing wäre, dann rennen wir da oben durch. Aber also für mich spricht da gar nichts dafür, dass das passiert. Auch eben das, was ich vorhin erklärt habe, hier mit, dass es ohnehin, also im DAX natürlich nicht, aber im DAO speziell halt nur mit Future gekauft wurde. Im DAX weiß man es nicht. Ja, ich vermute aber auch, es waren nur Future-Positionen, die das Ding da oben geschossen haben. Aber auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, der DAX ist seit 5 Jahren seitwärts einfach nur. Und der rennt hier einfach in der Zone hin und her, wo er schon einfach wirklich seit Jahren hin und her läuft. Und das ist beim DAO eben nicht der Fall. Von daher ist das immer so ein bisschen auch die Korrelation mit Vorsicht zu genießen. Aber trotzdem spielen die zwei halt irgendwo zusammen mit. Aber der DAX, wie gesagt, ich weiß sowieso nicht so. Also wenn man da mal ehrlich ist, wenn man im DAX Martingale gemacht hätte, als Beispiel, über die Jahre immer wieder, der läuft nur im Kreis. Der läuft wirklich nur im Kreis. Der steigt nicht, der fällt höchstens. Also aber am Steigen ist er ohnehin nicht. Aber großer Kreis, dann mehrere tausend Punkte. Ja. Also da muss man wirklich klar. 0, Mini-Positionchen und ob sich das am Ende dann noch rentiert, das sei einmal dahingestellt. Aber gut, dass wir das auch nochmal erwähnt hatten und bis zum Allzeithoch sind es ja dann auch noch einige Prozent im DAX, während der Dow Jones ja schon auf Allzeithoch stand am Anfang der Woche und der Nasdaq hat ja so ein Stück weit abgegeben, den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen gehabt, die Technologiewerte, die ja durch diese sogenannte Sektorrotation so ein Stück weit unter die Räder kamen, also eine Zoom, deswegen machen wir das Ganze hier auch mit Big Marker, nicht mit Zoom, nein, eine Zoom kam unter die Räder, eine Netflix, die Menschen möchten vielleicht wieder eher Urlaub buchen, deswegen eine Expedia ging nach oben. Also alle solche Dinge sollte man im Hintergrund vielleicht auch beachten. Tradest du denn den Nasdaq hier auch noch oder hältst du dich eher an den großen Dow Jones und den DAX? Also ich bin tatsächlich auf Dow und DAX fokussiert. Ich wollte mir immer mal den Nasdaq genauer angucken. Also ich habe mir den schon auch das andere Mal irgendwie auf den Schirm genommen, aber dann halt eben doch nicht gehandelt. Warum kann ich jetzt irgendwie gar nicht so genau sagen? Also aber warum kann ich dir nicht sagen? Eigentlich Punkt gehört hinter diesen Satz. Aber generell sicherlich nicht uninteressant, zumal der halt auch ganz gut performt insgesamt. Ne? Und jetzt natürlich halt auch, wegen den Tech-Werten natürlich halt auch durchaus interessant ist, also für die Long-Seite natürlich. Ja, und die Fachfragen zum Stereo-Trader, die stellen wir dann natürlich bei dir noch einmal gesondert im Vortrag. Also da kommst du auf alle Fälle nochmal zum Zuge, weil wir nämlich hier einige Dinge, wie zum Beispiel, wie man letzten Endes das Kassa Close noch einstellt und so weiter, hier im Chat vernommen hatten. Aber wir wollten jetzt nicht zu tief in die Software-Einstellung hineingehen. Du kannst uns vielleicht sagen, wann bist du denn dran und wo zu sehen? Du weißt es bestimmt auswendig. Ich bin nachher bei um 12 Uhr habe ich noch einen Vortrag hier für Tickmill. Da geht es aber eher um das Thema Strategien, wobei da auch übrigens so Grid-Systeme, also für Seitwärtsphase und so weiter, wird da halt auch besprochen. Da geht es eigentlich weniger um jetzt irgendwie oder um Funktionalitäten vom Stereo-Trader. Also generell gibt es eigentlich gar keinen Vortrag, der sich nur darum dreht, weil es gibt ja echt genug Webinare dazu. Und deswegen passiert hier bei der WOT ein bisschen was anderes. Ich bin dann natürlich ja nachher im Live-Trading hier um 14 Uhr nochmal dabei und morgen Nachmittag, da erkläre ich ein bisschen was Strategisches, um 16 Uhr ist das, genau. Das ist hier für die Messe selbst. Das sollten wir also im Hinterkopf behalten und damit würde ich dieses Thema auch so ein Stück weit nach hinten schieben, sonst wird es einfach zu speziell letzten Endes. Ja, der Carlos, den möchte ich auch gerne einmal noch hier ranholen, denn er hat ja heute Morgen schon eine Menge an Trades abgeliefert. Wie ist denn dein Tag jetzt weiter verlaufen und bist du schon bei deinem Tagesziel angelangt? Ja, Christoph ist ja, wir moderieren den Raum ja zu zweit morgens. Und Christoph steht jetzt gerade mit seiner Doppelbox
vorm Gewinn. Und ihr seht hier bei mir links, sieht aus ein bisschen wie in Hamburg, wie man sagt, ein Daddelautomat. Diese grünen Kreise, das sind die kleinen Gewinne, die wir mitgenommen haben, weil für mich ist es so, ab den ersten Trade lasse ich nicht auf weiterlaufen, erst wenn sich das ein bisschen aufschaukelt. Christoph ist da anders, der sagt immer Strecke, der zieht jetzt den Trade, ihr seht, die gestrichelte Linie ist da oben rechts sein Gewinnziel, den hat er jetzt ein bisschen nach oben verschoben. Ihr seht auf der rechten Seite 0,02 von seinem Depot. Ja, und wir sind noch ein bisschen entfernt, 0,07, das heißt, wenn der Trade noch reinläuft, dann würde man den Raum mit 0,1, wir sagen jetzt 10.45 Uhr schließen, aber wir sehen es ja auch, also da ist noch keine Explosion heute gekommen. Es ist relativ ruhig und der dümpelt so ein bisschen um diese klassische 13.100er Marke herum. Ja, aber trotzdem, wir sind am Markt positioniert und wir handeln das nicht nur im DAX, sondern auch auf den Devisen. Ja, das heißt, das Box Trading kannst du natürlich auch in den Majors umsetzen. Handelst du das dann auch zu wichtigen Wirtschaftsdaten? Also wenn ich zum Beispiel an heute Nachmittag denke... Also wir müssen natürlich gucken von der Marktarchitektur, diese Pending Orders, das sind Market Orders, ja, und dann haben wir natürlich auch da mit Slippage zu tun, wenn 14.30 Uhr Arbeitsmarktzahlen kommen oder wie auch immer. Wir versuchen uns an die normalen Handelszeiten zu konzentrieren, bis 11 Uhr am Vormittag und dann ab 14.30, 15.30, wenn die Amerikaner machen, macht der Christoph auch heute, handelt den Dow auch mit den Boxen, ja, insofern konzentrieren wir uns auf die Zeiten und lassen die Wirtschaftsnachrichten raus dort. Das ist nicht unser Ansatz. Ja. Okay, da genau. Gibt es natürlich verschiedenste Wirtschaftsdaten, die jeden Tag hier veröffentlicht werden. Welche Werte? Ja, aber die nehmen wir so mit. Die nehmen wir so mit. Da spielt, genau. Okay, also genau, das ist auch raus. Man sieht es hier, die zweite Eröffnung war das jetzt sozusagen weg vom Eröffnungskurs. Diese Strecken, das war das, was wir handeln wollten. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Wir sind jetzt flat, was die Öffnungsstrategie angeht. Die Markteröffnung ist für uns sozusagen jetzt auch durch, auch von der Uhrzeit, wurde ja auch schon gesagt, im Raum Richtung 11 Uhr wird es ruhiger. Das heißt, die Bola lässt nach. Das ist für Box-Trading in der Regel nicht gut geeignet. Das heißt, wir sind in der Regel so bis 10.30 Uhr, 9 Uhr bis 10.30 Uhr erstmal von der Richtung her fertig. Haben dann andere Strategien um 11 Uhr, die wir dann auch handeln, die dann längerfristig angelegt sind. Genau, aber Box-Trading ist dann für uns so in die Richtung jetzt langsam auch zu Ende. Wir haben eine ganze Menge Trades gemacht. Man sieht links sehr viele Trades. Wir haben jetzt zweimal die Öffnung gehandelt, weg vom Eröffnungskurs. Und der Markt geht ja jetzt über dieses Verlaufshoch gerade so ein bisschen drüber. Vorbörsliche Hochs sind ja hier oben zu sehen. Noch, vielleicht werden die noch angelaufen, oben drüber noch Gap Close. Was soll's? Wir sind draußen, da war die Kamera auch nochmal ganz kurz. Wir sind draußen mit unserer Eröffnungsstrategie weg vom Eröffnungskurs. Und das Gleiche machen wir heute im Dow Jones. Heute Nachmittag 15.30 Uhr hoffen wir, dass die US-Märkte also auch schön volatil sind. Und dann werden wir das auch nochmal handeln, dann für die US-Märkte. Es geht ja auch ein bisschen um zeiteffizientes Trading. Also von 9 Uhr bis 10.30 Uhr einmal volle Power. Ihr habt es gesehen, beziehungsweise während ihr gesprochen habt, haben wir hier losgelegt und auch richtig Gas gegeben und einen Trade nach dem anderen hier gemacht. Wer bei uns im Live-Trading-Raum war, hat das auch gesehen. Das nächste Zeitfenster ist dann für uns auf alle Fälle wieder, wenn die US-Märkte lostickern und da wieder Bewegung drin ist. Und klar, das Ganze, wie das funktioniert, sieht man ja auch gleich um 11 Uhr nochmal von Carlos erklärt. Was ist Box-Trading? Um 11 Uhr bin ich dran. Um 11 Uhr bist du dran, ja. Oh la la. Das ist quasi eine nahtlose Überleitung hier vom Live-Trading zu deiner Box-Erklärung. Noch einmal hier auf der Bühne, was natürlich nicht heißt, dass du dir nicht zwischendurch einen Kaffee holen darfst. Deswegen schalte ich danke, Andreas. Nur noch mal weg. Ja, genieß noch mal die letzten 12 Minuten, bevor du hier exklusiv quasi noch mal reinkommst. Und wir schalten noch mal zum Dirk, denn ich hatte es vorhin angedeutet, wir könnten ins Gap hineinlaufen. Und wenn ich aktuell den DAX mir anschaue, 13.162, da sind wir doch jetzt schon gut unterwegs auf der Oberseite, oder? Ja, passieren, Moment. Ich weiß nicht, ob das... Ich hätte auch einen Trade hier, oder zwei. Ah, dann erst den Sven. Der Dirk sucht ja auch noch seine Monitor. Ja. So, warte mal. Also ich habe jetzt mal zwei Sachen gemacht. Und zwar das erste hat nicht funktioniert, das war aber kein Problem. Ich habe mal bei 47 mal einen Lot reingegeben, um mal zu gucken. Das mache ich ganz gerne, einfach mal einen Lot reinschmeißen, um zu gucken, wie die Kräfteverhältnisse sind. Spürt man dann manchmal ein bisschen besser, wenn man im Markt ist. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich jetzt aber auf der 50 komplett gedreht, bin jetzt long und würde den jetzt auch mal ein bisschen länger laufen lassen. Wie gesagt, weil ich noch hinten bin, kleineres Size, gar kein Problem. Kann man immer noch mal nachher aufstocken. Sieht man auch unten bei den ausgeführten Trades.
Ja, also ich bin bei 47, habe ich mal den Short probiert, der ging halt nicht. Also hast du schon gemerkt, da ist auf jeden Fall noch Kaufdruck hinter auf der 50 gedreht und jetzt gucke ich mal, ob ich den Trade ein bisschen ziehen kann. Jetzt würde natürlich mancher sagen, alles in Ordnung bei dir, der ist da schon so weit gelaufen. Viele machen natürlich dann den Fehler und stellen sich dann auf die Short-Seite oder auch wenn es auf der Gegenseite ist, auf die Long-Seite. Wie mir das da aussieht, ist, glaube ich, die Long-Variante jetzt für den Augenblick zumindest ein bisschen besser. Dementsprechend gucke ich mir das jetzt mal an. Ja. Aber das auch so ein bisschen zur Flexibilität, auch wenn man hinten ist, ruhig mal einmal probieren, okay, geht nicht, dann lass dir die Freiheit und dreh dich ein paar Punkte später auf die andere Seite. Und wie man sieht, das funktioniert ja. Ja. Es ist jetzt noch nicht sehr viel, aber zumindest ist die Tendenz schon mal eine andere wie eben. Das klingt super und das beantwortet ja auch gleich die nächste Frage, ob du eher so ein Kontra-Trader bist oder ein Ausbruchstrader. Das sieht eher nach einem Ausbruchstrader jetzt aus, oder? Das ist mal so oder so. Das kommt drauf an, ja. Du kannst ja auch einen Konter mal setzen, wenn du eine vernünftige Marke hast. Wenn du es natürlich irgendwo im Nirvana machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. So, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste im Live-Trading-Raum, ihr merkt, die World of Trading ist im vollen Gange. Wir sind ab und an dabei, auf der Bühne auch zu handeln. Dann hört ihr uns hier im Ton. Wir sind die ganze Zeit hier im Ton dabei, weil natürlich auch andere Leute sprechen. Ab 11 Uhr, das heißt, hier in 10 Minuten wird Carlos hier im Raum einen Vortrag halten. Das heißt, hier wird dann direkt komplett gesprochen mit Präsentation und so weiter. Das heißt, hier geht es in 10 Minuten oder knappen 10 Minuten, in 9 Minuten los mit einem kleinen Vortrag zum Thema Box Trading als kleine Einführung. Danach dann um 12 Uhr kommt mein Vortrag zum Thema Trading, statistischen Vorteil im Trading. Das heißt, entsprechend könnt ihr hier dabei bleiben und dann könnt ihr euch gleich von 11 Uhr bis 11.30 Uhr einen Vortrag hören und dann nochmal von 12 Uhr bis 13 Uhr. Ich freue mich, das mit euch zusammen zu machen. Wird ein spannender Vortrag von Carlos und von mir. Das Ganze dann, wie gesagt, gleich hier im Raum. Super, das hast du, Christoph, nochmal schön zusammengefasst. Ich hatte gerade überlegt, ob ich das auch nochmal hier vortrage, aber du hast es vorweggenommen und der Carlos holt sich ja, wie gesagt, noch einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem. Und dann können wir hier quasi nahtlos loslegen. Vielleicht als Hinweis noch an alle Zuschauer, also hier muss gar nicht so viel getan werden, denn man wird automatisch in den nächsten Raum hinein gelotst, aber der muss sich dann natürlich erst wieder technisch quasi füllen. Also hier am Ende des Live-Tradings der Vorgeschmack oder die Vorausschau auf die nächste Station heute auf der Bühne und natürlich auch der Ausblick auf das Live-Trading, was am Nachmittag stattfindet, denn das war es noch nicht mit Live-Trading. Wir möchten am Nachmittag hier von 14 bis 16 Uhr natürlich auch die Eröffnung der US-Märkte hier entsprechend abbilden und die aktuellen Daten aus den USA 14.30 Uhr zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung interpretieren. Die kommen jeden Donnerstag und die sorgen ja öfters hier für Furore, ganz besonders, weil die Daten dann aus der Vorwoche ab und an nochmal nach oben oder nach unten revidiert werden. Das ist so ähnlich wie mit Stimmauszählungen, habe ich das Gefühl. Orkan, hattest du denn in der Zeit jetzt, während wir geplaudert haben, auch noch etwas eingefangen oder bereitest du dich mental schon auf deinen Vortrag von nachher vor? Ja, mental Vorbereitung. Ich beobachte gerade den Markt. Ich ich muss auf den Bildschirm wieder drücken. Moment. Give me just a second. So, bin nämlich short im Markt drin. Moment, Bildschirm teilen. So, das kann man erkennen, auch warum. Warte noch kurz, bis der Markt kommt. Bis der Bildschirm kommt. Und zwar sieht man Folgendes. Hier ist die Projektion von hier nach da, projiziert sich gerne von hier nochmal nach oben. Das ist dieser Bereich hier. Dann ziehe ich mir eine Horizontale rein und sehe hier eine sogenannte Unterstützungslinie. Dann habe ich diesen Bereich hier auch als Unterstützungslinie. Und dann habe ich halt hier mir in diesem Bereich noch diese Zone, ja, ich nenne das mal diese Pullback-Zone, also diese Zone, wo ständig die ganzen Käufer abverkauft wurden. Und dann ist er hier runtergelaufen, ist hier hochgelaufen. Dann war hier nochmal eine Zone zum erneuten Reshort. Und der Markt ist dann hier nochmal runtergelaufen. Also das ist relativ simpel. Das Problem ist, den Leuten wird immer beigebracht, ja, wenn das hier passiert, da ist ein Ausbruch, dann steigt man da Long ein und Rakete. Ich habe das so oft erlebt, dass da keine Rakete kommt, sondern erstmal meistens ein Rücklauf kommt, um vielleicht Stops zu fischen. Und so einfach wird er hier nicht hochsteigen. Der hat hier
einen Widerstand, außer da kommt gleich wieder irgendeine Impfstoff-News, dann kann man natürlich solche Sachen vergessen, dann geht es dann 80.000 Punkte nach oben. Aber wie gesagt, aktuell liegt das an und deswegen geht man auch in so einem Bereich, auch hier, man sieht das, wenn ich das mal ganz sauber mache, man sieht, wie der hier hochläuft und zurückkommt und genau dieses alte Hoch nochmal versucht leicht anzutesten, hier nochmal Käufe simuliert und was man da erkennen kann. Und da gehe ich jetzt nochmal rein in den Stereo V-Proc Trader, nenne ich das jetzt mal, lieber Dirk. Und man sieht hier die Investorenzone. Ich wollte vorhin gerade schon sagen, da kommt was auf Business. Also man sieht hier Folgendes. Die Investorenzone wurde eher hier auf der Verkaufsseite liegen, wurde hier überrannt. Und jetzt kommt das Ganze runter, schnappt sich hier. Ja, und da kommt die Kaufzone der Investoren. Ja, das heißt, wenn ich da drüber bin, vorsichtig, eigentlich mit Short. Aber du siehst selber, wenn du hier Short gehst, gehst du natürlich dahin, guckst, dass du da was auf Täschchen machst. Das Ding kann von da nach oben gehen. Klar kannst du runter, aber es geht darum zu erkennen, wo liegen die Investoren mit ihren Orders. Und das war hier in diesem Bereich. Und das kann man halt mit diesem Powerbock und dem Stereotrader erkennen. Und wie gesagt, um 11.30 Uhr nach dem Carlos, der ist um 11 Uhr dran, um 11.30 Uhr mache ich den Vortrag zu diesem Powerbock-Modul und werde das dann mal hier alles ein bisschen viel detaillierter erklären. Da freuen wir uns drauf und dann hast du natürlich ein bisschen länger Zeit, dir einen Kaffee zu holen oder eine zu rauchen oder was auch immer, bis du wieder hier am Desk bist und der Carlos schaut schon ein bisschen mit den Hufen und ist aufgeregt, denn gleich werden auch all die Fragen dann noch beantwortet, die ich hier mitgenommen habe aus diesem Live-Trading. Die wollte ich nicht zu speziell werden lassen, aber keine Sorge an die Zuschauer und Zuhörer, die Fragen werden noch gestellt und keine Sorge, Carlos, es wird nicht langweilig werden. Alles gut, alles gut. Wunderbar. Gut, dann haben wir nochmal eine Schalte zum Dirk, denn wo der Markt jetzt hier so ein Stück weit nach oben gegangen ist, da würden wir dann noch die letzte Frage im Live-Trading hier an dich weiterreichen. Und zwar geht es um den Dow Jones. Du hast ja vorhin quasi das Trading gezeigt, was heute Nacht eingegangen wurde. Das heißt, du handelst auch die US-Märkte außerhalb der Wall Street-Handelszeiten und nutzt da dann durchaus den Endloskontrakt und aber auch das niedrige Volumen, was dann in der Zeit hier Einzug hält. Das macht keine Sorgen vor dem Risikomanagement? Eigentlich nicht wirklich. Also mit dem Volumen ist eigentlich sogar teilweise ganz interessant. So, jetzt schaltet mein Bildschirm wieder. Ja, ich wusste es. Aber langsam bin ich ja Experte hier in der Umschalterei. Und so, das ist sogar teilweise, also hier im DAX, ne, siehst du, wo ich ja vorhin gemeint habe, ja, bisschen Phishing, wenn dann dahin und dann laufen wir jetzt wahrscheinlich wieder hier zurück und weiter. Keine Ahnung. Aber ganz kurz nochmal mit der Frage vom Volumen. Teilweise ist das ganz lustig, ne? Also ich meine, wenn man auf der richtigen Seite halt positioniert ist, weil der halt manchmal einfach Sprünge macht, dann auch irgendwie so von heute Nacht auch, ne? Dann halt irgendwie mal so 30 Punkte, dann halt mal irgendwie geht es dann halt mal dann in eine Richtung. Heute Nacht war es dann, wie gesagt, glücklicherweise Short, weil ich den halt vorher schon eingedeckt habe und dann über, also ich habe das Ding eigentlich eingedeckt um 23 Uhr und habe gedacht, na, das kann funktionieren mit einem Abwärtsgap. Hat es dann halt auch, ein ganz kleines Gap, aber hat sich direkt trotzdem nach unten fortgesetzt. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, klar, aber ich meine, wann hat man halt mal Bewegungen oder Gaps, die dann halt wirklich irgendwie 100 Punkte oder so sind, ne? Ich meine aber selbst das, der entscheidende Punkt ist ja nie oder sollte wirklich nie sein, wie viel kann ich mit dem Trade verdienen? Sondern ich habe mir natürlich auch irgendwie um 23 Uhr angeguckt und habe gesagt, okay, was ist, wenn das Ding jetzt über den Widerstand drüber gappt, dann kostet mich der Spaß irgendwie 200 Punkte, wäre dann so und so viel Kohle. Und ich dachte, nee, das ist too much. Also nimmst du erstmal Risiko raus und dann guckst du irgendwie nachher nochmal, ob du da halt nochmal reinkommst. Also von daher kann man schon machen, sollte aber, glaube ich, irgendwie wissen, was man tut. Sonst ist okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Das gilt natürlich für alle, die sich hier mit Trading befassen. Man sollte wissen, was man tut und wir wissen auch, was man tut. Und zwar bringen wir diesen Raum, dieses Live-Trading erst einmal zum Ende, denn hier kann man technisch einfach nicht überziehen. Das nächste Programm startet automatisch. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Alle Teilnehmer werden in den nächsten Raum übergeleitet und im Vergleich zu anderen Formaten, wie zum Beispiel dem Fernsehen, was man so kennt, das allgemeine TV-Programm, wo die Werbung zwischendurch eingestreut wird, darf ich am Ende noch einen ganz kleinen Spot hier loslassen auf alle Teilnehmer und freue mich, wenn wir uns 14 Uhr in dieser Besetzung, außer den Sven, den ich hier verabschiede, noch einmal wiedersehen und sage recht herzlichen Dank bis 14 Uhr
Und jetzt kommt ein kleiner Werbespot mit einer Produktinformation.